Tomodachi Live! Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel, aber es war lange her, seitdem ich es gespielt habe. Und genau deswegen entschied ich mich dazu, 30 Tage lang in diesem Spiel zu leben. Dieser ganze Film ist eine Zusammenstellung von den ersten drei OG Tomodachi-Teilen auf meinem Kanal. Und was dort alles passiert ist... Nein! Diese Geschichte, die ihr jetzt schauen werdet, wird die krankeste Geschichte, die ihr jemals gesehen habt. Und egal, ob ihr neu hier seid oder schon länger auf dem Kanal, lehnt euch zurück, packt euch ein paar Chips und genießt den Wahnsinn von Tomodachi Life, der Film! Und wir fangen an bei... Tag 1 fing damit an, dass ich erstmal das Datum und danach die Uhrzeit entstellte. Und dann kam es direkt zur ersten großen Entscheidung. Aber sie hat noch keinen Namen. Wie soll deine... Oh shit, ich muss einen richtig geistkrank lustigen Namen jetzt machen. Aber hey. Aber hey. Aber hey. Aber hey, ein fantastischer Name. Damit sich alle auf meiner Insel mir unterwerfen können, musste ich ein Mii erstellen, das meinem Ebenbild gleicht. Doch Nintendo hatte andere Pläne. Doch auch dieses vollkommen legale Problem haben wir unter Kontrolle bekommen. Yeah! Okay, let's go. Okay, let's go. Und so konnte ich dann endlich ein Ebenbild von mir erstellen. Danach musste ich noch ein paar 16 Personalities-Fragen beantworten und mein Mii war fertig. Ey, lebhaft und extrovertiert. Daraufhin wurde das Apartmenthaus gebildet und ich konnte zum ersten Mal mit meinem Ebenbild sprechen. Was geht ab, Diddy? Sehen wir uns ähnlich? Sehen wir uns ähnlich? Ich habe Hunger. Same, Bro. Actually, same. Ich hol mir ein paar Chips. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ah! Nachdem ich mir also erfolgreich den Zeh gestoßen habe, hat ein Supermarkt auf Aber Hey geöffnet. Aus Dominanz heraus kaufte ich mir erstmal 55 Kartoffelchips, nur weil wir selber keine zu Hause mehr hatten. Ich gab sie dir zu essen, ihm hat's gefallen, aber ihm lag noch etwas auf der Brust. Los, Bro. So ganz allein auf der Insel ist du. Da habe ich den Mann für dich. Und so machte ich mich daran, den zweiten Mitbewohner von Aber Hey zu erstellen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer die Ehre hat und mir kam nur ein einziger Mann dabei in den Kopf. Es ist Apo Red. Den Omund. Also hat Diddy sich erstmal versucht, mit Apo Red anzufreunden. Digga, Apo ist echt groß. Entschuldigung, das heißt Red. Und das erfolgreich. Es ist jetzt schon so dumm. Wenn Inselbewohner sich gut miteinander verstehen, bilden sie manchmal auch Paare. Digga, ich und Apo Red können zusammenkommen. Es kann sogar passieren, dass zwei Bewohner wow. Dann hat mir das Spiel noch gezeigt, wie es wäre, wenn ich Nachwuchs bekommen würde. Wer ist sie? Wer ist sie? Warum ist sie so klein? Ich bin einmal mit einer 1,40 großen Person zusammengekommen. Wild. Dann hat noch das Rathaus geöffnet, mit welchem man neue Mies auf die Insel hinzufügen kann. Apo Red ist Nachrichtensprecher geworden und Diddy wollte plötzlich, dass ich mit ihm vor die Tür trete. Komm doch mal mit raus. Erst habe ich gedacht, es kommt jetzt zu einer heftigen Beulerei, aber in Wirklichkeit wollte er mir nur sagen, dass der Brunnen geöffnet hat und meine Mies jetzt das tun, was Sims bei Twitch-Streamerinnen machen. Geld spenden. Und sogar Apo Red entschied sich dazu, mal nicht den Insi-Modus zu aktivieren und bezahlte sein Geld. Und weil es zu dem Zeitpunkt auf Aber Hey genauso wenig Frauen gab wie in Wahlkabinen 1917, wurde es Zeit für die erste weibliche Bewohnerin. Das beste Nintendo-Girl. Zero Suit Samus. Zero Suit möchte direkt Freundschaft schließen. Bitte mit mir und nicht mit Apo Red, Digga. Würdet ihr sagen, es gibt einen hübscheren Nintendo-Charakter als Samus? Ich wäre so gern mit Red befreundet. Are you serious right now, bro? Digga, wenn Red... Voice Crack, Digga, wenn Apo Red einfach mit Zero Suit zusammenkommt, dann weine ich, glaube ich, ein bisschen. Und dann kam plötzlich mein Vater rein, der nach seinen Salzstangen gesucht hat. Oh nein, da frisst er meine Salzstangen, ey. Das... Ich wusste, ich konnte den Mann nur mit einer Frage besänftigen. Kennst du noch Apo Red? Zero Suit Samus möchte mit ihm befreundet sein. Ah, okay. Also Apo Red, finde ich, ist schon, den kann man schon bewundern, oder? Nachdem Apo Red also jetzt cool mit Zero Suit Samus war, ist mein Dad auch wieder verschwunden. Dann öffnete noch die Boutique, in welcher man Kleidungsstücke für die Bewohner kaufen kann und ich ging erstmal etwas shoppen. Oh, da sehe ich Apo Red. Da sehe ich Apo Red. Das ist das für ihn. Also für mich ist irgendwie nichts dabei, außer das Unterteilenkleid. Ich glaube, das wird mir stehen. Das kaufe ich mir. Also, hey, Red und Diddy. Das ist so dumm. Was könnte ich denn nur sagen, wenn ich nicht gut fühle? Digga, was? Digga, was? Und dann wurde es endlich Zeit, die restlichen Bewohner für Tag 1 von Aber Hey hinzuzufügen. Angefangen mit... Das, meine werten Freunde, ist meine Freundin Lena. Die Sache ist, ich war lange überlegen, ob ich sie wirklich reinnehmen will. Nicht, weil ich keinen Bock auf sie habe, sondern weil ich schon mal meine Freundin in Tomodachi Life genommen hatte vor einer längeren Zeit. Das ist nicht gut gelaufen, okay? Sie hat sich die ganze Zeit andere Kerle verliebt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und wenn Apo Red sich an meine Freundin ranmacht, dann haben wir echt Probleme. Vielleicht in diesem Run schaffen wir es ja mal, dass meine Freundin mit mir zusammenkommt. Oder mit Apo Red, das wäre traurig, aber... Ja, ich hatte ja keine Ahnung, was auf mich zukommt. Aber hey, das ist eh noch ein paar Tage hin, also machen wir erstmal weiter. Habe ich gerade Aber Hey gesagt? Da ist sie. Wehe, Apo Red, du machst dich an meine Freundin ran, dann gibt's richtig Ärger. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Mein Mann, da habe ich was für dich, das wird dir gefallen. Das gefällt ihm sogar ein wenig. Ich wusste, es würde mir gefallen. Ich kenne mich doch. Ich weiß doch, dass ich sowas tragen würde. Dank dem Level-Up konnte ich meinem Mii zum ersten Mal eine Wohnung schenken. Und daraufhin habe ich dann auch wirklich die restlichen Bewohner hinzugefügt. Angefangen mit... Hey, mein Name ist Mimi. Du bist der Einzige, der Apo Red davon abhalten kann, meine Freundin zu klären. Der einzig wahre Vic. Damit er mir auch auf der Insel sagen kann, dass ich seine Videos schneiden soll und nicht rumfaulenzen. Es ist fucking Ashley Graham aus Resident Evil 4. Kennt ihr sie noch? Kennt ihr Ashley? Kennt ihr Ashley? Die ganze Zeit... Leon! Help! Leon!
Klasse, Ashley. So, die letzte Person, die wir hinzufügen, wird sein. Es ist der einzig wahre, verkrüppelte Sonic. Okay, er sieht nicht unbedingt krass aus wie Sonic, aber ich meine, irgendwo ein bisschen. Und das wären erstmal alle Bewohner für Tag 1. Als ich plötzlich sah, dass Red ganz alleine am Strand chillt. Damn, Red, geht's dir gut? Ist alles okay, Bro? Dann hat noch der Hutladen auf der Insel geöffnet, da war allerdings nur Trash. Danach hat mich meine Freundin im Schnappspiel verarscht. Nie hinbekommen. Hallo, hä? Sie hat nicht mal runtergezählt, was soll das? Und Sonic in einem Kartenspiel abgezogen. Hier guckt der überrascht da. Der Hut! Dann wurde noch die Rangliste aufgestellt, wo ich mir nur den Fitnessrang erstmal angucken konnte. Sonic ist natürlich der am fitteste von allen. Wo bin ich? Wir beide sind die Unsportlichsten? Wie dem auch sei, dann ist noch der Aussichtsturm eröffnet worden. Da war allerdings niemand. Dann hat meine Freundin auf den schlafenden Dingen noch was gemalt, was mich auf eine Idee gebracht hat. Boah, habe ich dicke Lippen. Katja Krasavic. Katja Krasavic ist erschaffen. Featuring dicke, dicke Lippen. Hell yeah. Und damit war Tag 1 dann auch wirklich fürs Erste zu Ende. Alright. Tag 2 fing damit an, dass ich erstmal meinen Bewohnern das Geld abgezogen habe. Das Kleid steht mir echt gut. Danach war ich etwas shoppen. Detektiv Con. Das ist einfach Detektiv Con, Alter. Oh, Detektiv Con müsste ich auch eigentlich hinzufügen, so oft wie ich Detektiv Con Musik einspiele. Daraufhin kümmerte ich mich ein wenig um die Bewohner und wurde beim Schnappspiel wieder verarscht. Nein, nicht das Spiel schon wieder. Da hat mich... Ah, du! Ich habe schon so viel Klopapierrolle gesammelt mittlerweile. Ich könnte einen ganzen Stand aufmachen. Durch den Erhalt der 500. Klopapierrolle wurde auch endlich das Pfandhaus eröffnet. In diesem checkte ich erstmal aus, was mein wertvollstes Gut ist. 7,80 € nur, das ist ja nichts. Die pisse ich! Die pisse ich! Das Wertvollste, was ich besitze, ist ein Schwimmreifen. Wie arm ist das bitte? Danach versuchte ich mich noch in weiteren Spielen. Digga, das sieht no joke jetzt einfach aus wie ein Sexspielzeug. Nicht, dass ich es wüsste, weil ich sowas selber benutze, sondern weil ich es verkaufe. Das glaube ich schon wieder für eine Scheiße. Als Zero Suit Samus mir plötzlich etwas sehr Merkwürdiges sagte. Hier ist ein Brief angekommen. Kommt aufs Dach. Ich muss dir etwas sagen. Okay. Weird. Oh, Cutscene. Yo. Meine Freundin. Was will meine Freundin da? Was ist das denn? Sei vorsichtig. Wir wurden entdeckt. Was? Wer ist wir? Bestimmt irgendwas mit ApoRed. Die will mich mit ApoRed betrügen. Aber wäre ich ein Mädchen, würde ich mich auch eher in ApoRed verlieben. Dann habe ich noch aus Versehen herausgefunden, wie man Screenshots macht. Ha! Oh! Ich hab mich so erschrocken. Ich darf niemals Horrorspiele spielen. Genau deshalb hat sich das Flugzeug freigeschaltet, mit welchem man Bilder ins Internet hochladen kann. Und ich begann einen fatalen Fehler. Okay, das hier können wir noch auschecken, aber... In den Browser gestartet, was passiert dann? Geht gar nicht, ne? Weil der Emulator nicht auf den 3DS Internetbrowser zugreifen konnte, ist einfach alles gecrashed. Und ich musste Tag 2 nochmal von neu machen. God fucking damn it! Also fing ich erstmal damit an, ein neues Mii zu erstellen. Und zwar... Es musste sein, Alter. Detektiv Con, der einzig wahre. Nachdem ich Con dann eingekleidet habe und es ihm natürlich mega gefallen hat... haben die Bewohner der Insel eine fette Party geschmissen, weil mittlerweile so viele Leute da sind. Daraufhin wurde auch direkt Erzähl mir mal freigeschaltet, wo Bewohner Fragen beantworten können. Wer versteckt in seinem Zimmer Bomben? Ich. Was? Vic? Ich dachte ApoRed. Bombenprank! Dann habe ich doch herausgefunden, dass Zero Suit Samus wirklich kein Fan von Lachs Müllerin ist. Es war nicht ihr Ding. Aber dafür direkt danach herausgefunden, dass Schwarzte genau ihr Ding ist. Wir haben zwei Sachen direkt hintereinander. Was macht sie da für Breakdance, Digga? Gönnt euch das. Dann hat noch das Möbelhaus geöffnet. Aber weil ich zu dem Zeitpunkt immer noch genauso arm war wie ApoRed, wenn er seine Schulden an den Staat mal zahlen würde, konnte ich mir nichts kaufen. Als ich dann auch noch meine Freundin fett schnarchen hörte... Ist schon ein Trennungsgrund, oder? Wusste ich, Tag 2 wird hiermit zu einem Ende kommen. So, Gang, heute mal was früher am Start. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich eine Jacke trage. Das liegt daran, dass sich hier in diesem Haushalt vehement gegen Heizung gewehrt wird. Der Tag fing wie immer mit Geld einnehmen und shoppen an. Bärenkostüm. Sollten wir ein Meme aus literally 2006 wieder ausgraben und Pedobär hinzufügen heute? Die Antwort ist ja. Doch bevor ich Pedobär hinzufügen konnte, forderte mich plötzlich Mimi in einem Klopfduell heraus. Oh, das ist Spammen, ne? Das ist... Okay, das kann ich. Ich kann nicht so gut wie Spammen. Oha! Ich kann nicht so gut wie Spammen. Warum kann ich eigentlich gar nichts? Ich bin absolut talentfrei. Das ist wirklich traurig auch. Ich bin in keinem Spiel gut. Ich will kein Klopapier mehr! Fuck das ab. Nach diesem absoluten Downer hilft mir nur ein einziger Mann. Oh! Ich glaube, eine Beziehung würde dir gut tun. Aber nicht ganz so wie geplant. Doch bevor wir auschecken, was ApoRed geplant hat, habt ihr mir schon auf Twitch gefolgt? Dort gibt es nämlich auch ab und an Tomodachi Live und einige coole Challenges. Wenn ihr schon dabei seid, lasst gerne jetzt noch ein Abo und die Glocke da. Und jetzt schauen wir mal, was ApoRed mit Diddy vorhat. Wie wär's denn mit Zero Suit?
hear me out. Fürs Video wäre es jetzt natürlich interessanter zu sehen, ob aus mir und Zero Sozamos was werden würde. Aber ich habe meine Freundin eingefügt und ich möchte da eigentlich mit meiner Freundin zusammenkommen. Wir sagen, gute Idee. Es muss ja nicht heißen, dass ich direkt mit Zero Sozamos zusammenkomme. Vielleicht verstehe ich mich auch gar nicht mit ihr. Bitte hau mich nicht, Lena. Was geht jetzt ab? Ey, ich hoffe ein bisschen, dass es nicht klappt. Scheiße. Das ist jetzt voll das schwierige Szenario. Er hat jetzt Pedobär-Kostüm an. Wie sieht's denn aus? Also wir unterhalten uns nicht wirklich, ne? Guck mal, wir schweigen uns voll an. Es läuft nicht. Das ist gut. Okay, jetzt kommt's drauf an. Danke, ich habe den Tag sehr genossen. Aber auf freundschaftlicher Basis. Das geht mir genauso. Dir auch vielen Dank. Okay. Wisst ihr was? Gut. Wir werden sie wohl nur befreundet bleiben. Gut, keep it that way. Jetzt habe ich einen schönen Tag mit Zero Sozamos gehabt, auf freundschaftlicher, cooler Basis und alles ist cool. Ey, aber ApoRed ist ein richtiger Homie. Der steht doch selber auf Zero Sozamos, aber tut trotzdem mich nach vorne stellen. Und nach der ganzen Aufregung wurde es erstmal Zeit, den neuen Bewohner auf die Insel zu holen. Ob das eine gute Idee war? Gott, es ist fürchterlich accurate. Die erste Silhouette. Gott, er ist so gruselig. Ich will hier raus. Das ist bestimmt ein Hering. Achso, das sind zwei Sachen. Und eine Wurst. Es waren ein Hering und eine Brezel. Okay, jetzt mal ganz im Ernst. Wie soll man das sehen? Die Brezel war literally in... Wie soll man das sehen? Ich bin jeden Tag gespannt, ob es an diesem Tag neue Bewohner gibt. Digga, alles, was du sagst, ist creepy. Ich hasse dich, Pedobär. Ich bereue es, dich auf die Insel geholt zu haben. Und glaub mir, das war gerade erst der Anfang von dem, was Pedobär anrichten wird. Tag 4, Baby! Wie immer sammelte ich zuerst die Spenden ein und hey, wir kommen der ersten 1K immer näher. Und direkt danach schaute ich mir erstmal die neuen Wohnungen an. Und als ich die Gotik-Wohnung sah, kam mir direkt ein Charakter in den Kopf. Lady Dimitrescu. Ihr wisst schon, die 3 Meter große Vampir-Waifu aus Resident Evil 8. Aber bevor ich sie hinzufügen konnte, sah ich das hier. Alter, Pedobär möchte... Wenn der jetzt auch was von meiner Freundin will, dann raste ich wirklich komplett aus. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ich hab meine Maus kaputt gemacht. Auf gar keinen. Nein! 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 Was hab ich getan? Missklick! Ja, Missinput! Missinput! Calm down! Versteht euch nicht. Ihr hasst euch. Abgründen. Nein! Ja, ich bin echt ein Trottel und ich brauchte einen Plan, um die beiden wieder auseinanderzubringen. Und Zero Suit würde mir dabei helfen. Ist das nicht ein bisschen weird, ihr beim Baden zuzusehen? Ach ja, und durch den Plan öffnete sich auch endlich die Konzerthalle. Und jetzt passt auf. Ich habe hier den Titel vergessen zu ändern. Wie Lena da auch singt. Lego werden. Yeah. Lass die Finger von der Freundin. Sonst krieg ich deinen Arsch. Hell yeah. Aufstand. Arschtritt. Arschtritt. Yeah. Ich bitte dich. Hell yeah. Wenn sie jetzt was mit Pedobär noch anfängt nach diesem Song, dann weiß ich auch nicht mehr. Und keine Ahnung, irgendwie hatte ich danach einfach einen Lauf. Erst gewann ich das Schnappspiel. Ja, let's go. Das erste fucking Mal bei Tag 4. Let's fucking go. Danach das Klopfspiel. Was los? Pedobär. Yeah, ein NES. Cool. Dann erstellte ich noch Lady Dimitrescu. Lady D. Kühl und intellektuell. Boah, vielleicht mag sie ja Kartoffelchips. Ganz wichtig. Wenn das zwischen mir und meiner Freundin nichts wird, ich und Lady D. Und konnte zufrieden Tag 4 trotz allem beenden. Tag motherfucking 5. Und ich habe jeden Tag gefühlt eine neue Frisur. Zuerst sammelte ich natürlich wie immer das Geld ein. Boah, yo, 118. Yo. Als mir Didi plötzlich eine relativ persönliche Frage stellte. Welche schlechte Angewohnheit ist für dich die schlimmste? Ich würde sagen zu viel Fernsehen, weil wenn man dann so TikTok und die ganzen Social Media Dinge dazu zählt, dann würde ich sagen, das ist die schlimmste Angewohnheit. Keine Ahnung, ich wach so auf, möchte so produktiv sein, gehe so an mein Handy, TikTok, pam. Direkt eine Stunde tot. Das ist so eine schlechte Angewohnheit. Wenn ihr TikTok schaut, wirklich setzt euch einen Timer von 15 Minuten. Wenn ihr produktiv sein wollt. Wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr das ruhig machen. Aber wenn ihr produktiv sein wollt, glaubt mir, es wird viel bringen. Alright, bisschen deep geworden. Ich habe ein Gefühl, heute ist ein relativ eventloser Tag. Naja, nicht ganz eventlos, weil als ich zu Vic reinging, seht selber. Hier ist ein Brief angekommen. Oh. Ich muss dir etwas sagen. Let's go. Detektiv Conan. Ab morgen gilt in diesem Haus striktes Romanzenverbot. Was?
Warum? Damals konnte ich es noch nicht wissen, aber ich schwör's euch. Detektiv Con wollte mich vor Tag 6 warnen. Ich bin wirklich am Zittern. Ich schwör's euch, ich zitter. Wie dem auch sei, danach öffnete noch der Fotoladen. Eines Tages werdet ihr euch verstehen. Eines Tages. Danach färbte ich meinem Mii noch eine richtig hässliche Haarfarbe. Ich sehe aus wie ein Igel. Fand Detektiv Cons Lieblingsessen heraus, weswegen er sich in eine Rakete verwandelt hat. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, Gratin scheint ihm zu schmecken. Und er schuf noch den nächsten Bewohner der Insel. Bibi ist created. Flirtgranate. Das fände Julian gar nicht lustig. Dann hatte Conan mir noch was zu sagen. Ich habe gehört, dass Pedobär mit mir befreundet sein will. Das wundert mich nicht, Bro. Aber dann hat Pedobär nicht so viel mit meiner Freundin zu tun, weil er ja dann auch mit Detektiv Conan hängt. Tut mir leid, ich muss dich opfern. Sorry, Conan. Ah, oh. Ich hab gesehen, was ich gesehen habe. Wollen die das von mir verheimlichen? Deswegen hat sie jetzt auch Schluck auf. Logische Schlussfolgerung. In Retrospektive kann ich sagen, dass Tag 5 quasi die Ruhe vor dem Sturm war. Tag 6 mittlerweile schon. Damn. Als erstes habe ich wie immer die Spenden eingesammelt. Ha, scheiße. Ich habe vergessen, dass ich so aussehe. Oh Mann, Alter. Bin danach shoppen gegangen. Hasenhaarclip. Jay, heute ist Barney Party. Heute kommt Michael Wendler. Michael Wendlor. Mein Name ist Wendler. Ich liebe jede Herausforderung. Vor allen Dingen Minderjährige zu klären. Boah. Oh, der Wendler hat mich gehört. Er hat mich fast zum Ersticken gebracht. Sorry, Bro. Danach kümmerte ich mich ein wenig um unsere Einwohner und dachte schon, was das für ein langweiliger Tag sei, als plötzlich das hier passierte. Boah, der Tag heute ist echt kacke. Oh! Ah! Nein. 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 Sie kennt mich nicht. Sie kann sich nicht in mich verliebt haben. Oder doch? Hat sie sich vielleicht doch in mich verliebt? Nicht in Pedobär. Bitte nicht in Pedobär. Upsi-dupsi. Nein. Ich weiß nicht, ob ich da draufklicken will. Ich weiß, dass ich enttäuscht werde. Ich weiß, dass ich jetzt gleich traurig sein werde. Ich habe mich in Pedobär verliebt. Ich muss es ihm sagen. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Was soll ich dazu sagen? Hear me out. Ich bin in dieses Projekt gegangen und habe gedacht, dass ApoRed mir meine Freundin stehlen wird. Und ApoRed ist mein bester Freund geworden. Ich bin in dieses Projekt gegangen und habe gedacht, dass meine Freundin und ich vielleicht doch endlich mal zusammenkommen mit Tomodachi Life. Und meine Freundin hat sich in Pedobär verliebt. Pedobär war immer die große Gefahr. Ich kann es halt nicht ändern so. Weißt du, sie ist verliebt. Es ist ja nicht mal so, dass Pedobär verliebt ist. Sie ist verliebt. Und am Ende des Tages sollte man zwei Liebenden nicht im Weg stehen. Meine einzige Hoffnung ist jetzt noch, dass Pedobär sie abweist. Nur wie? Wie soll ich es ihm sagen? Mein Herz ist unironisch am Rasen gerade. Ich habe wirklich Angst. Ich bin wirklich am Zittern. Ich schwör's euch, ich zitter. Pedobär, du Nuttensohn von Düdi. Klar, gerne. Tag 8. Zählen war noch nie meine Stärke. Wir sind zurück, Freunde. Ich fühle mich etwas besser. Ich bin drüber hinweg. Und hey, meine Laune hebte sich direkt nochmal, als ich das hier sah. Da ist jemand sauer. Ich habe mich mit Pedobär gestritten. Ich bin so wütend. Eure Beziehung scheint ja richtig kacke zu laufen. Sie haben sich direkt wieder vertragen. Okay. Aber ey, sehen wir es positiv. Wir haben sich direkt am ersten Tag in der Beziehung gestritten. Das ist kein gutes Omen, okay? Das wird nicht lange halten. Oder? Ich glaube, ich sage an der Stelle besser mal nichts. Ah ja, es gibt ja voll viele neue Sachen, die ich gestern nicht ausgecheckt habe, weil ich fucking depressed war. Durch das erste Pärchen auf der Insel schaltete sich erst der Park, dann das Café und zu guter Letzt noch der Freizeitpark frei, den ich sofort auschecken musste. Dort wollte mir plötzlich der Wendler eine Wundertüte andrehen. Ja, ich sag ehrlich, ich weiß nicht, ob ich vom Wendler was kaufen würde, aber ich tue es trotzdem. 50 Euro! Okay, da sollte jetzt besser kein Trash drin sein. Drin war eine hässliche Steppweste, eine angebissene Schoki und ein räudiges benutztes 3-Euro Achselshirt. Wahrscheinlich vom Wendler sogar selber. Ich glaube, ich wurde über den Tisch gezogen. Danach checkte ich noch das neue Café aus, wo ich Mimi auffand. Mimi? Ah, Mimi ist wieder Beweise am Suchen für das nächste Entschuldigung an ApoRed Video. Daraufhin checkte ich noch die neue Kategorie Tolle Jungs auf der Rangliste aus. Wem gehört die Aufmerksamkeit der Damenwelt? Immerhin ist Pedobär fucking unsportlich. Dummer Huh. Und zu guter Letzt sammelte ich noch die Spenden für den Tag ein und ging etwas shoppen. Feuertopf sieht ein bisschen eklig aus. Kreiert mit viel Fleisch. Die militane Veganerin würde auslassen. Heute fügen wir die militane Veganerin hinzu. Let's fucking go. Ich hab mich auch schuldig gefühlt und dann bin ich vegan geworden. Yeah, strenger, dominanter Typ. Mein Name ist Veganerin. Hier, gönn dir einen Feuertopf. Kreiert mit viel Fleisch. Alright. Und nachdem Mimi noch gottlos einen hat ziehen lassen. Alright. Damn. Gottloser Furz. War Tag 7 dann auch zu Ende. Tag
8. Die letzten 3 Tage stehen bevor. Ich startete Tag 8, indem ich erstmal ein bisschen mit meinem Homie ApoRed quatschte. Von Diddy kann man eine Menge über Stil Fragen lernen. I doubt it, Bro. I doubt it. Ich bin so langweilig. Ich trage gefühlt jeden Tag schwarz und hab eine Cargo-Hose an. Als ich Diddy wie immer komplett alleine im Park vorfand. Warum ist mein Mii eigentlich so verfickt traurig? Komm, wir rufen ihn mal. Wir reden jetzt mal mit Diddy. Es ist Tag 8. Wir müssen jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit Diddy reden. Ich hab keinen Partner. Ich hab keinen besten Freund. Komm, er sieht halt auch schon aus wie eine Witzfigur. So kann das ja nichts werden. Du musst cooler aussehen. Um das Makeover einzuleiten, schickte ich Diddy zum ersten Mal nach 8 Tagen baden. Jetzt dürfte der Geruch zumindest schon mal besser sein. Schritt 2 war es, mir ein Buch zu schenken. Und zwar nicht irgendein Buch, sondern das Buch Wie gewinne ich Freunde. So. Jetzt ziehst du dir was Freshes an. Und so gab ich Diddy einen neuen Wollpulli und direkt hinterher noch eine neue Wohnung. Boah, das ist chillig. Seid ehrlich, da wollen doch Leute auch einfach nur chillen, weil die Wohnung so nice ist. Und zu guter Letzt noch eine süße Wintermütze und eine Wii U, damit er seine Homies zum Zocken einladen kann. Der Plan schien aufzugehen, denn Zero Suit Samus hat sich direkt erstmal bei Diddy eingenistet. Vielleicht wird's ja jetzt was, vielleicht ist mein Mia jetzt nicht mehr so lonely. Danach sammelte ich die Spenden, machte zum ersten Mal die 1000 richtig voll und erschuf mir einen Personal Trainer, der mir helfen sollte. Sascha Huber, Digga. Und gerade als ich zu Sascha Huber gehen wollte, sah ich das hier. Ein Herz! Ein Herz! Na! Ich möchte Lena einen Antrag machen. Ist das eine gute Idee? Nicht mal Sascha Huber konnte die ganze Situation noch retten. Kotze! Kotze! Ich möchte deren Liebe einfach nicht mehr im Weg stehen. Ich muss lernen, mich damit abzufinden und im Leben einfach weiterzumachen. Oh Gott, Digga. Boah, ich weiß, da war ich früher richtig scheiße drin. Ich war schon mal mit Aschlei hier. Es war nicht extra, ich muss wirklich mich konzentrieren. Für die, die es nicht wissen, ich musste genau in dem Moment klicken, wenn Lena an Pedobär gedacht hat. Yes! Ist die Aussicht von hier nicht toll? Ja, sie ist wirklich fantastisch. Pedobär, du schuldest mir danach was, alles klar? Huh. Nun, du siehst aber auch ganz fantastisch aus. Hihi, danke für das Kompliment. Ah! Jetzt ist es gleich soweit. Vielleicht sagt sie auch nein. Warum denkt sie so oft an Wasser? Möchtest du mich heiraten? Bitte, was hast du gesagt? Wir haben nur noch einen Versuch. Möchtest du mich heiraten? Ja, ich will. Ja, komm, mein Schicksal ist besiegelt. Ich hab mich abgefunden, es ist okay. Das hätte ich auch nicht gedacht am Anfang des Projekts. So heiratete Pedobär also meine Freundin. Alle waren da, wirklich jeder Einzelne. Und sogar ich war eingeladen. Moment mal. Jeder ist da, ich bin nicht mal auf dieser Hochzeit eingeladen. Ich hab dir geholfen, du lädst mich nicht auf deine Hochzeit ein? Und dank dem ersten verheirateten Paar auf der Insel haben wir auch endlich die Häuser freigeschaltet. Wirklich, ich hab mich noch nie so sehr gefreut für jemanden. Und ich wünsch auch gar nicht Pedobär den Tod oder so. Danach gab ich Sascha Huber noch ein Privatgym. Conan und ApoRed sind Freunde geworden. Und ZeroSuit und ich schienen uns prächtig zu verstehen auf einmal. ZeroSuit, Samus scheint mein neuer Look zu gefallen. Ich will gar nicht pushen, ne? Also, jetzt wo meine Freundin verheiratet ist mit Pedobär, vielleicht wird mein Mia doch nicht einsam sterben. Und so ging mit neuer Hoffnung Tag 8 zu Ende. Tag motherfucking 9. An Tag 9 war die tatsächliche Lena mal da und ich musste ihr natürlich sofort zeigen, was ihr Ebenbild in dieser Welt macht. Stehst du dazu? Naja, ne? Naja. Danach kümmerte ich mich ein wenig um die Einwohner und erstellte dann das letzte Mii. Und dieses konnte natürlich nur ein Mann sein. Matt aus Wii Sports. Und als ich gerade zu Matt gehen wollte, sah ich das hier. Nice. Oh shit. Ich fühle mich zu Diddy und Red hingezogen. Oh shit. Wem soll ich nur meine Gefühle offenbaren? Boah, das ist eine schwierige Situation. Also wenn es einen Mann gibt in diesem ganzen Projekt, der mich begleitet hat, der mich unterstützt hat, der immer für mich da war, dann war es ApoRed. Er wollte mich damals verkuppeln. Jetzt wird es Zeit, ihm auch was zurückzugeben. Das ist für meinen Bruder. Ich gönne dir das hübschste Nintendo Girl. Wie soll ich es nur sagen? Ich habe eine Idee. Komm Red, spring drauf an. Photoshop war ein Druck. Ich war da nicht mal hellwach. Das muss ihn umreißen. Mit Freuden werde ich der Deine. Hell yeah. Oh, guck mal, wie süß die beiden sind. Du findest auch noch deine Freundin, Diddy. Keine Sorge. Lies weiter das Buch, wie du Freunde findest. Und damit ging Tag 9 in einer wirklich wholesome Art und Weise zu Ende. Ich hab Bock. Zuerst sammelte ich das letzte Mal Spenden. Am Ende hatten wir dann knapp 1700 Euro. Nicht schlecht. Mein Kontostand träumt von so welchen Zahlen. Danach hat sich der Wendler mit Sascha Huber angefreundet. Und nicht nur das, er musste auch noch einen Hammerspruch bringen. Heute war wieder so ein typischer Wendler-Tag. Das ist so ein witziges Statement. Typischer Wendler-Tag. Danach verschwendete ich noch Geld in Tomodachi-Quest. Und als Jubiläum, weil die ersten 10 Tage rum waren, dachte ich, ich tue dir was Gutes. Und so sponserte ich dem guten Jungen einen netten kleinen Urlaub. Mit ApoRed nach Tahiti, Baby. Mit diesem zuckersüßen Urlaub waren also die ersten 10 Tage abgeschlossen und es ging weiter mit... Oh, ma... Tag motherfucking 11. Wir sind zurück, Baby. Und da hat es gerade angefangen, sah ich direkt etwas Unglaubliches. Was? Diddy ist verliebt? Was?
Okay, ist krass, aber erstmal Ruhe bewahren. Wer ist es denn überhaupt? Was geht ab, Diddy? Wir sehen uns wieder nach so viel Zeit. Aber hi. Bro, dein Ernst? Katja Krasavitsch ist meine beste Freundin. Immerhin hat Diddy jetzt mal Freunde. Warte. Er hat sich jetzt nicht in Katja Krasavitsch verliebt, oder? Ich fühle mich zu Katjaki und Sirosot hingezogen. Nein! Warum denn Katja K bei allen Leuten? Ey, das kann nicht sein. Ja, Zero Suit geht ja nicht. Zero Suit ist ja mit Apo Red zusammen. Ja, hä? Scheiße. Geben wir ihr eine Chance. Nur wie? Wie soll ich es ihr sagen? Oh, warte, da habe ich wieder eine Idee. Was machen wir eigentlich, wenn sie dir die abweist? Doggy ist auch mein Hobby. Das zieht, oder? Mit Freuden werde ich die deine. Endlich ist Diddy nicht mehr fucking lonely. Ich hoffe zumindest, sie ist treu. Ich sag an der Stelle mal nichts. Ihr werdet es ja später sehen. Es wird gottlos. Daraufhin erfuhr ich, dass ApoRed Anwohnervorstand geworden ist. Du hast ganze 100 Probleme der Bewohner von Aberhai gelöst. Gar kein Problem, du weißt es. Dann wurde noch die Rangliste von den heißesten Girls auf der ganzen Insel freigeschaltet. Die militante Veganerin, Alter. Jedoch wollte ich mir, bevor ich mir die Rangliste anschaue, einmal anschauen, wie es meiner Freundin und Pedobär so geht. Und dabei machte ich direkt eine betrayende Erkenntnis. Red ist zu... Red, wie kannst du nur? Ich dachte, wir wären Freunde, du kannst dich doch nicht zu meinen Erzrivalen stellen. Ihr wisst, wie es heißt. Verrat ist immer so schlimm, weil es nie von eurem Feind kommt, sondern immer von eurem Freund. Irgendjemand hat da auch ein Problem. Lena hat ein Problem. Hoffentlich mit Pedobär. Red, darüber reden wir später nochmal. Unglaublich, dass du schon 2 Monate lang nicht hier warst. 2 Monate? Hör mal, wie ich Pedobär imitiere. Nein! Hör auf, immer nur über Pedobär zu reden. Ich will es gar nicht hören. Okay, doch, ich will es hören. Täuschend echt, oder? Ja, ey, das hat mir mega, wirklich mega gut gefallen. Warum sieht die eigentlich so gebumst aus? Guckt euch das an. Nein, nein, beantwortet mir diese Frage bitte nicht. Und danach checkte ich, wie versprochen, die Rangliste für die beliebtesten Mädchen aus. Katja K ist auf Platz 1? Ja, weil das beliebteste Girl, ne? Ich weiß. Ich vermisse meine Freundin Lena. RIP auf jeden Fall an Bibi und die vegetarische Veganerin. Die vegetarische Veganerin, genau das. Danach habe ich endlich mal die Spenden angesammelt. Damit kamen wir dann wieder auf 2000 Euro. Dann ließ ich mich doch im Park von Victor ablichten. Wie wär's, wenn du dir mal die Hand vor den Mund hältst? Bin ich 2012 ein Mädchen auf Instagram oder was? Und erst dachte ich, es wäre eine freundschaftliche Geste, aber das Schlitzohr hatte andere Pläne. Das ist das Bild des Tages. Victor, warum zeigst du meine Nudes nicht über WhatsApp gesendet? Danach bin ich einkaufen gegangen und bekam Inspiration für die Mies, die ich alle hinzufügen möchte auf die Insel. Das ist die eine aus Wednesdays, Jenna Ortega. Leere? Bernd das Brot. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon für 3 Tage die neuen Charaktere. In dem Moment kam noch kurz mein Dad rein und mir wurde klar, welches Mii bei Tag 1 auf die Insel kommen wird. Stimmt, ich weiß gar nicht, ob ihr das Sonic-Video mit meinem Dad gesehen habt, aber wir werden heute meinen Dad hinzufügen. Ich glaube, er hat es verdient, nachdem er die Challenge geschafft hat. Robotnik. Papa Diddy. Das kommt schon irgendwie hin, oder? Und fand sofort sein Hassessen heraus. Dann wollte sich noch Matt mit Pedobär anfreunden. Meine Rivalen, sie schließen sich zusammen. Und zu guter Letzt wollte ich im Affinitätstester noch testen, ob Katja und Diddy wirklich gut zusammenpassen. Oh shit. Wir haben ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, Katja K wird Diddy brechen irgendwie. Und mit dieser Befürchtung ging Tag 1 erstmal erfolgreich zu Ende. Tag 12. Es ist heute schon ein bisschen was später, aber hey, lieber spät als nie. Zuerst sammelte ich wie immer die Spenden ein. Danach fand ich in den Nachrichten heraus, dass mein Dad eine Roboter-Detektiv-Con erschaffen hat. Ich weiß auch nicht. Danach bin ich noch schnell einkaufen gegangen. Einfach Hühnchen, Ticker, Mashallah. Und danach checkte ich aus, wie es Diddy gerade so geht. Ah, guckt euch das an, der Hustler. Kennst du Katjaki? Dir kann ich's ja sagen, wir sind ein Paar. Ich glaube, mein Mii hat Kurzzeitgedächtnis durchgespielt. Bro, ich war gestern dabei, als wir das zusammen besprochen haben. Direkt danach erwischte ich Katja und Diddy bei einer sehr unangenehmen Situation. Soll ich blasen? Was? Und dann sah ich plötzlich, dass Vic eine Freundschaftsanfrage hat. Ich wäre so gern mit Katjaki befreundet. Victor? I guess. Victor vertraue ich. Vic und ich, wir sind... Wir küssen uns auch manchmal. Weißt du, auf einmal möchte er sich jetzt mit Katja K anfreunden. Schon ein bisschen sus. Okay, sie verstehen sich auch noch gut, I see. Versteht mich nicht falsch, eigentlich wäre ich nicht so misstrauisch, aber ich sag mal so, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Und danach schaute ich mal bei Lena und Pedobär vorbei. Hä? Wo ist Lena? Pedobär ist einfach allein ein Buch am Lesen. Danach spielte ich noch ein paar Spiele. Was? Schaute zu, wie Diddy absolut beim Pumpen übertreibt. What the fuck? Er schuf das Mii für den heutigen Tag. Cole mit der schnellen Brille aus den Wii Party Challenges. Wenn ich merke, dass mir jemand zusieht, will mir nichts gelingen. Hat Cole jemals irgendeine Wii Party Sache gewonnen? Nein, er war immer nur einfach dabei, ne? Weil ihr zuschaut, kann er nie gewinnen. Und sah plötzlich, dass Vic noch eine Freundschaftsanfrage hat. Ich denke, Katjaki und ich sind richtig gut befreundet. Was hältst du von Katjaki und mir? Als ob Vic jetzt
Bock auf Katja K. hat. Okay, I guess. Dann steht einer noch engeren Bindung ja nichts im Weg. Digga, Didi wird nichts gegönnt. Katja, wehe dir. Ich verstehe Victors harte Konkurrenz, aber kann Vic auch das? Da waren ganze 3 Kilo. Mit dieser unglaublichen Machtdemonstration ging Tag 12 dann auch zu Ende. Es ist Tag 3, Baby. Werde ich jemals ein Part machen, wo ich mich nicht vertue? Auf jeden Fall begann der Tag damit, dass ich mit Katja ein Spiel gespielt habe, als sie danach plötzlich das hier sagte. Vic ist jemand, den man überall hin mitnehmen kann. Katja? Nein, Katja. Naja, immerhin chillen wir gerade zu zweit. Was macht sie da überhaupt am Laptop? Das ist doch Iblali! Oh mein Gott, Digga. Nach diesem Schock sammelte ich erstmal ein paar Spenden ein, damit ich mich besser fühlte. Danach ging ich noch etwas shoppen. Das ist ja legit einfach Luigi. Und wollte dann mal herausfinden, wie es eigentlich in der Beziehung zwischen Apo, Red und Zero Suit Samus läuft. Sehr verliebt. Alright, I see. Und wie steht's bei Apo Red? 2 Monate warst du nicht hier. Ebenbild von Diddy. Ich weiß, mein Bestie, aber jetzt bin ich ja wieder da, okay? Was geht? Ich wäre so gern mit Katja K. befreundet. Aber Apo Red und ich sind beste Freunde. Er würde doch niemals, oder würde er? Ey, wenn Diddy einfach von allen seinen Homies jetzt auch noch hintergangen würde, das wäre so sad. Oh, shit, okay. Meine, er hat ja auch eine Freundin, als würde Apo Red so etwas tun. Was? Oh nein! Diddy passt nicht wirklich. Was ist in den 2 Monaten passiert, wo ich nicht da war? Und noch viel schlimmer, was ich nicht gesehen habe, ist, dass Pedobär auch noch einer seiner Besties geworden ist. Und dann sah ich auch noch das hier. Katja K. ist bei Vic? Beide wollen mir meine Freundin ausspannen, das kann nicht sein. Und Apo Red ist sogar vergeben, der Ehrenlose. Die Freundschaften zerbrechen. Jetzt gibt's nur eine Sache, die ich noch tun kann. Und zwar das Meme für den heutigen Tag erstellen. Jenna Ortega. Ganz ernst, ich finde das kommt dir schon ziemlich nah. Ja, Enid bleibt trotzdem besser. Und weil sie dann auch noch dazu kam, wurde auch das Apartmenthaus nochmal größer. Wow, what the hell? Und schließlich mussten die Nachrichten auch noch Mimi outen. Eine Bewohnerin namens Mimi. Mimi ist jetzt eine Frau? I mean, good for him. Danach löste ich noch ein paar Probleme von den Bewohnern und damit ging Tag 13 auch zu Ende. Tag 4! Okay, langsam wird's peinlich. Als erstes habe ich wie immer die Spenden eingesammelt und bin danach zum ersten Mal zum Mittagsmarkt gegangen. Cole? Also irgendwie tut er mir ja fast schon leid, wie alle einfach an ihm vorbeilaufen. Aus Mitleid habe ich einfach 3 von diesen Scheißhosen gekauft. Danach sah ich im Café, dass gerade der Männertreff am Start ist. Ich habe ja gehört, dass Katja kommt. Ups, ich habe nichts gesagt. Was? Was ist mit Katja? Was ist mit deiner Freundin, Diddy? Wie kann ich nur cleverer werden? Diddy, was hast du eigentlich für Doubts die ganze Zeit? Wie werde ich wohl größer? Digga, chill mal! Ich glaube, ich muss etwas mehr trainieren. Diddy hat komplett Self-Doubts. Ich glaube, wir haben ein Problem. Liebt Katja Diddy überhaupt noch? Diese Sorge sollte sich allerdings überraschend schnell auflösen. Darf ich dir ein wenig von meinem Freund vorschwärmen? Was? Diddy ist unglaublich intelligent und hat eine so schöne Handschrift. Er ist unglaublich lässig und hat keine Angst, seine Träume zu verfolgen. Was geht ab? Er tröstet mich immer und baut mich auf, wenn ich mich schlecht fühle. Er bindet mir sogar wieder die Schuhe zu, wenn sie aufgehen. Ohne ein Wort dazu zu verlieren. Wir verbringen jeden Tag verliebt und glücklich. Ich glaube, wir müssen uns doch keine Sorgen machen. Katja ist fucking treu. Da ich noch nicht wusste, was am Ende von diesem Tag passieren würde, entschied ich mich dazu, erstmal glücklich den neuen Bewohner herzuholen. Ryan? Oh. Leg dich nicht mit mir an, Ryan, als Vic schon wieder eine Freundschaftsanfrage hatte. Was los, Victor? Ich habe gehört, dass Lady D mit mir befreundet sein will. Und in dem Moment ist es mir aufgefallen. Ich habe Victor total falsch eingeschätzt. Er war wirklich nur auf eine Freundschaft mit Katja aus und wollte es deswegen jetzt mit Lady Dimitrescu versuchen. Es tut mir leid, Vic, du warst nie die wirkliche Gefahr. Das ist mir dort klar geworden. Denn bei all dem Durcheinander habe ich ihn aus den Augen verloren. Katja? Ich habe gehört, dass Pedobär mit mir befreundet sein will. Nein, Digga. Pedobär wird sie doch 100% korrupten wollen. Er wird doch wollen, dass ich zerbreche. Aber das ist wirklich der ultimative Test für Katja. Wenn sie Pedobärs Korruption übersteht, dann wird sie die Frau fürs Leben. Pedobär wird jetzt alles geben. Er wird so verdammt nochmal Social Skills auspacken. Jetzt, wo Pedobär wieder im Spiel ist, ist alles wieder drin. Tag 15. Halbzeit fast. Erstmal freundeten sich Vic und Sascha Huber an. Vermutlich, um eine geisteskranke Kollabo zu produzieren. Danach ging ich etwas einkaufen. Oh mein Gott, ist Kaviar teuer. Dann sah ich, dass am Brunnen ein Rap-Battle stattfand. Zwischen Pedobär und der militanten Veganerin. Ich besieg dich easy, ich besieg dich 100-fach. Das ist schön für dich, Pedobär, aber deine Mom, sie leg ich flach. Ja, na gut. Oh, militante Veganerin, ich hab dir doch die Vorlage gegeben. Ah, Pedobär hat auch noch nie verloren irgendwie, ne? Als ich dann plötzlich eine Freundschaftsanfrage bei Katja sah. Alter, wollen heiraten. Heftig, Digga, einfach Katja K. heiraten. Warum sollte Pedobär wollen, dass ich mit Red ausgehe? Nein. Nein. Was?
Das ist mittlerweile einfach kein Spaß mehr so. Das ist einfach jetzt real. Pedobär ist eine KI, die darauf trainiert ist, mich zu töten. Wisst ihr was? Nein, da spiele ich nicht mit. Den Gefallen tue ich Pedobär echt nicht. Pedobär geht mir die ganze Zeit schon auf den Sack. Schließ dich jetzt auch noch mit ApoRed zusammen. Es wird Zeit, ein Statement zu setzen. Ist kalt heute, nicht wahr? Es geht, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Hast du mitbekommen, was passiert ist mit ApoRed und Pedobär? Ich frage mich, wer wohl beliebter ist, ich oder Matt? Das tut doch jetzt gar nichts zur Sache, Alter. Du willst Katja doch nicht verlieren. Tu es. Katja, Diddy. Pedobürste. Yeah. Du schmutziger Sohn. Ich hab jetzt ne Freundin. Woo! Kannst nicht fassen. Weißt es krank. Du wirst es nie nicht zerstören. Yeah! Du siehst aus wie Arsch. Stinkst auch danach. Lass die Finger. Sonst mach ich alles deinen Anus weiten. Das war doch mal eine Ansage, Alter. Starke Sache, oder? Tja, wirklich viel hat's irgendwie nicht gebracht. Aber wer zum Geier ist auf dem Aussichtsturm? Ah! Der Rap hat ja mal gar nichts gebracht, Alter. Pedobär, du bist so ein Räudiger, weißt du das eigentlich? Immerhin sind ich und Matt mittlerweile scheinbar Homies. Eine sehr überraschende Wendung. Danach fügt dich noch das Mie für den Tag hinzu. Bernd, das Brot. Hier, Bro. Willkommen. Guck mal, wie er ausschaut, Alter. Er hat gar keinen Bock mehr jetzt schon. Und das war's dann auch erstmal mit Tag 15. Dachte ich, denn als ich abends nochmal kurz reinging, sah ich das hier. Ich wäre so gern mit Lena befreundet. What? Okay, eigentlich war der Tag vorbei, aber das muss ich mir noch angucken. Vielleicht ist Bernd das Brot ja Konkurrenz für Pedobär. Mich würd's freuen. Oha. Ey, Lena, jetzt mal ganz im Ernst. Auf was für Typen stehst du eigentlich? Was ist eigentlich dein... Was ist los mit dir? Tag 16. Und soweit läuft immer noch alles eigentlich ganz gut. Zuerst sammelte ich wie üblich das Geld ein, schaute danach mal im Park vorbei. Sonic und Matt, Digga, die beiden sind echt beste Homies geworden. Aus dem Nichts. Aber ich gönn's ihnen. Ist sogar ein bisschen romantisch. Oh nein, Sonic. Sonic, nicht schon wieder mit einem Menschen. Nicht schon wieder. Als mir Pedobär plötzlich eine Frage stellen wollte. Welche Socke ziehst du dir zuerst an? Digga, was ist das für eine random Frage? Beide gleichzeitig? Digga, wie soll das denn aussehen? Die linke. Bei mir ist es auch die linke. Oh. Im Leben muss man auch Spaß haben, sonst schadet man sich nur selbst. Ja, da hast du recht. Wir haben uns noch nie so richtig kennengelernt, ne? Wir waren eigentlich immer nur verfeindet, weil wir auf dasselbe Mädchen standen. Moment mal, nein, was laber ich da? Du hast ApoRed gesagt, er soll was mit Katja anfangen. Na, leck mich, du bist immer noch ein kleiner Bastard. Jetzt hat er auch noch versucht, mich zu manipulieren, aber so leicht kriegst du mich nicht, Pedobär. Das hat Pedobär gar nicht gefallen und deswegen musste mir direkt sein neuer Kumpel ApoRed einen reindrücken. Hör mal, wie ich Katja hier imitiere. Soll ich blasen? Ey, das ist voll frech! Täuschend echt, oder? Das hat sie dir nicht gesagt, oder, ApoRed? Ich vertraue Katja. Dann würde sie nicht tun, oder? Danach haben die Bewohner der Insel einen gestrandeten Wal gerettet. Der war allerdings in Wirklichkeit nur ein Plastikspielzeug. Dann ging ich noch etwas einkaufen. Tofu? Nein, bitte nicht. Kein Tofu, nein. Und sah dann bei Diddy eine Freundschaftsanfrage. Ah, oh, guck dir die beiden an. Sind sie nicht süß? Ich würde Katjaki gern ausführen. Aber wohin nur? Diddy spürt, dass Pedobär die beiden auseinanderbringen will und möchte deswegen jetzt so ein bisschen die Connection einfach festigen. Ich würde sagen, Vergnügungspark kommt gefährlich. Yeah, warum seid ihr so distanziert zueinander? Er war irgendwie in der Annahme, sie würden zusammen was machen und Diddy würde sich nicht einfach gleich das Pferd angucken, während Katja K. im Hintergrund sitzt. Als plötzlich das hier passierte. Wow! Vic! Ey, aber Vic gibt mir jetzt keinen Backstab, oder? Der will jetzt nicht was von Katja K. Ich habe mich in Lady D verliebt. Oh, natürlich! Nur wie soll ich es ihr sagen? Ich habe da die Idee. Oh, shit. Das Flugzeug auch, wie es dramatisch darüber fliegt. Alliates, ihr habt Spaß, haha, lol. Okay, ja, lass mal Paar sein. Mit Freuden werde ich die Deine. Ey, let's go! Dieser Größenunterschied ist das funny. GG an Victor und im selben Atemzug wollte ich mal schauen, wie das Date gerade bei Diddy und Katja läuft. Immerhin machen sie jetzt zusammen irgendwie etwas. Oh Mann, Alter. Dann erstellte ich noch das Mii für den heutigen Tag. Luigi! Er ist immer noch ein bisschen sauer wegen der Aktion mit meinem Lieblings-Goomba damals. Bei mir läuft gerade nicht so mit den Rennen, aber... Nein! Das gibt Rache, Luigi! Aber hey, ist okay, es liegt in der Vergangenheit. Ich lebe halt in der Gegenwart. Fand Luigis Outfit nicht mehr. Hä, wo ist das für Luigi? Und damit ging Tag 16 dann auch zu Ende. Es ist Tag 17. Wie immer fing ich an, damit die Spenden einzusammeln. Dann ging ich etwas shoppen. So ein Richter, Digga. Kleiner Funfact, ich habe heute für Richterin Barbara Salisch gedreht, Digga. Ja, ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Boah, Digga, es ist so wenig los. Scheiß drauf. Heute tun wir das Mii als erstes kreieren. Und genau das tat ich auch. Und das Mii des Tages ist... Santa Claus! Wir brauchen den Weihnachtsmann auf unserer Insel. Ich meine, was soll Weihnachten denn sonst passieren, wenn er nicht hier ist? Ich heiße Santa. Gut gelaunt geht alles gleich viel leichter. Ey, das ist ohne Witz so etwas, was Santa sagen würde. Dann gab ich ihm noch eine passende Wohnung und als ich gerade raustappte... Oh!
Katja! Jetzt sagst du so, ja, ich möchte mich trennen. Unzufrieden? Oh nein. Ich meine, das Date gestern lief wirklich scheiße. Aber komm schon, Katja, überleg's dir nochmal. Ich möchte dir einen Antrag machen. Ist das eine gute Idee? Was? Ich dachte, du bist unzufrieden. Warum willst du einen Antrag machen? Und so war es endlich soweit. Würde Diddy endlich eine Frau bekommen? Alter, und ich trage die ganze diese scheiß Wintermütze. Falls ihr es nicht wisst, in dem Moment, wo Diddy an Katja denkt, muss ich klicken. Ha! Ist das nicht wunderschön? Ja. Wie emotionslos kann man antworten? Sollte ich verkacken, war es das mit der Hochzeit. Ha! Was ist schöner, das Feuerwerk oder ich? Bruh, was eine Pick-Me-Frage. Du natürlich. Sim. Spaß, Diddy. Ist ja deine Freundin. Hör auf über diesen Matt! Matt ist wohl auch hier. Digga, warum denke ich über Matt nach? Ich bin aber auch ein Idiot. Ich denke eher über Matt nach als über meine Freundin. Ah, ich hab gedrückt! Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Schieß los. Oh shit, ist es schon soweit? Ich denke an gar nichts, an literally gar nichts. So wie im echten Leben, mein Kopf ist ständig leer. Nein, nein! Ist das Feuerwerk nicht atemberaubend? Ja, es ist wirklich sehr hübsch. Oh nein, okay, jetzt Konzentration. Oh mein Gott, ich denke an Lena. Oh nein, das ist ja voll unangenehm. Warum denke ich über so viele Sachen nach? Nein! Gibt es hier irgendwo eine Imbissbude? Denke schon. Sollen wir mal nach einer Imbissbude suchen? Oh, in Ordnung. Junge, warum bin ich eigentlich so unfähig? Schon wieder so ein schöner, ruhiger Tag heute. Ja, wenn du wüsstest, dass du eigentlich heute fast geheiratet hättest. Ey, Mann. Fast hätte ich gehabt, was die beiden haben. Ja, glaube ich, speicher hier. Ich bin zu enttäuscht von mir selber. Natürlich zeigen sie Pedo, wer der kleine... Tag motherfucking 18. Moment mal. Ah, ja. Hier sind wir wieder. Tag 18 fing mit einer sehr abgefuckten Samus an. Oh mein Gott, es kam Safe Beef mit ApoRed. Ich habe mich mit Sonic gestritten. Ich bin so wütend. Lame. Und so haben sich Sonic und Zero Suit wieder vertragen. Oder? Glaubst du, mit einem Sorry wäre die Sache vom Tisch? Oh, shit! Sonic ist eine echt nachtragende Bitch. Um darüber hinwegzukommen, hat Zero Suit erstmal ein paar Anziehsachen genäht. Schleifenbluse? Irgendwie nuttig. Ich weiß nicht warum. Also würde ich Katja geben. Und dann passiert etwas wirklich Unglaubliches. Ich möchte Katjaki einen Antrag machen. Oh mein Gott, ich krieg eine zweite Chance. Diesmal müssen wir es schaffen. Auch noch auf einem Riesenrad. Ey, wenn ich verkacke, ich piss mir in die Hose und Beine. Nein! Aber das war, ey, jetzt ganz ehrlich, das ist auch unfair. Ah! Dieser Vergnügungspart macht so viel Spaß. Ja. Das ist halt voll unfair. Guck mal, wie schnell das weggeht. Tut mir leid, dass ich die Reflexe von einem Menschen habe und nicht von einem Reptil. Wir sind fast am höchsten Punkt. Und zwar, weil ich mit dir hier bin. Oh. Hihi. Danke für das Kompliment. Didi, der Charmeur. Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Ja, let's go, wir schaffen's! Ja! Möchtest du mich heiraten? Jetzt sagt sie so nein. Ja, natürlich. Ich bin ja so glücklich. Diddy hat's geschafft! Endlich konnte Diddy heiraten. Katja! Sie ist wunderschön. Und alle sind da. Victor, Sonic, Zero Suit, ApoRed, mein Dad, Lena sogar auch. Woo! Danach gab's eine chillige Hochzeitsreise durch Amerika. Wir waren im Monument Valley, in irgendwelchen Wäldern in der Nähe von der Golden Gate Bridge und natürlich auch an Miami Beach. Ich liebe Miami Beach! Und während bei Diddy und Katja gerade alles perfekt war, schlief Lena ganz allein in ihrem Haus. Ah, da läuft's auch nicht so ganz in der Ehe, hä? Huh? Daraufhin löste ich noch einige Probleme, weswegen ich auch auf den Mii-Charakter des Tages kam. Gönn dir einen Donut. Oh, wir müssen Homer Simpson heute hinzufügen. Homer Simpson. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, so schlecht habe ich ihn gar nicht getroffen, oder? Und dann sah ich, dass Diddy auch alleine in seinem Haus schlief. Wer schläft in der ersten Hochzeitsnacht getrennt voneinander? Wir müssen uns bereithalten für die letzten zwei Tage. Da könnte wirklich alles noch passieren. Und damit ging Tag 18 dann auch zu Ende. Tag 19. Ich checkte sofort aus, wie es unserem neu verheirateten Pärchen geht. Warte mal, was? Katja? Ich glaube, Lena und ich sind ziemlich gut befreundet. Was hältst du von Lena und mir? Seit wann seid ihr befreundet? Also, wenn sie wüsste, dass ich während der Hochzeitsgeschichte an Lena gedacht habe, dann, könnt ihr euch befreundet sein, alles super. Das dachte ich mir. Und jetzt kam das wirklich Kritische. Diddy hilft mir überhaupt nicht im Haus, selbst wenn er da ist. Diddy und Katja geben mir einen komischen Vibe. Seitdem die verheiratet sind, ist irgendwie komisch, I don't know. Danach war ich im Supermarkt, kaufte eine echt gute Wundertüte. Boah, eine ganze Wohnung! Dann hat sich Zero Suit schon wieder mit jemandem gestritten. Ich habe mich mit Ashley gestritten. Warum streitest du dich ständig mit jedem? Die haben sich zumindest schnell vertragen. Daraufhin gab ich Jenna Ortega noch ihr Wednesday-Kleid. Ha ha ha.
Was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Dann erschuf ich noch das Mii für den heutigen Tag. Elvis Presley! Ihr habt Elvis nicht umsonst auf die Insel geholt. Ihr wisst, bei Diddy und Katja, könnt besser laufen, könnt schlechter laufen. Diddy hat sich da was überlegt, um Katja endgültig an sich zu binden. Hier kommt es. Inselliebende von Love Hotel. Let's go. Du bist mein größter Schatz. Ich lieb mein Katja-Spatz. Digga, cringe. Und ich im Doggy-Style. Katja wäre stolz. Katja ist ein Dummy. Elvis Presley! Ich will nur nie sein, aber ist es auch real? Oh Gott, er wird deep. Elvis hinterfragt. Ist sie es, wird Katja es echt sein? Wird Katjas echt sein? Oder nicht? Ist es eine Frage, die jetzt beantwortet wird? Ich bin gewiss und hab kein Schiss. Katja und Titi. Forever. Aber war irgendwie schon ein bisschen süß. Also ganz im Ernst, das muss die Ehe doch gerettet haben. Naja, ob es wirklich die Ehe gerettet hat oder nicht, finden wir jetzt heraus. Tag 20 fing an wie jeder andere, indem ich erstmal Spenden sammelte. Danach ging ich einkaufen und checkte aus, wie es Diddy und Katja ging. Katja hat so einen riesen Mund, what the fuck. Aber irgendjemand von den beiden möchte sich auch wieder anfreunden mit irgendjemandem. Katja? Mit wem willst du dich anfreunden? Ich möchte mich von Diddy trennen. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße, ich weiß, sagen soll. Die Sache ist, die bei Diddy und Katja lief es jetzt auch nie so gut. Sie hat sich auch oft schon beschwert. Irgendwie habe ich im Gefühl, das ist vielleicht noch nicht das Ende für Diddys Liebesgeschichten. Ey, wir waren einen Tag lang verheiratet. Es tut mir so leid, Bro. Vielleicht war das doch eine falsche Entscheidung. Boah, ist das schwierig. Ich ersticke in dieser Beziehung. Wir müssen uns trennen. Boah, straight to the point. Nein. Warum bist du traurig? Du wolltest dich doch trennen. Aber es hat halt nun mal keine Zukunft, wenn du nach einem Tag schon zweifelst. Ach, scheiß auf Katja, wie geht's Diddy? Oh mein Gott, wir haben sogar unser Haus verloren. Oh mein fucking Gott. Ah, hallo. Das sollte mich nicht so emotional mitnehmen, das ist ein Spiel. Oh mein Gott, er ist komplett traurig. Was soll ich jetzt nur machen? Ich meine, du weißt, was sie sagen. Sei nicht traurig, dass es vorbei ist. Schau zurück und sei froh, dass es passiert ist. Danach versuchte ich alles, um Diddy wieder glücklich zu machen. Scheiße. Gut, das hat nicht so geklappt, aber danach ließ ich ihn Fotos schießen. Der Titel lautet, vergiss, was war. Oh, nein. Ins Kaleidoskop schauen, versucht ihn zu hypnotisieren. Scheiß auf Katja. Ließ ihn sogar nähen, schaukelte ihn an, gab ihm eine Spieluhr. Und selbst nach alledem war er immer noch ein wenig traurig. Wenn man traurig ist, braucht man manchmal einfach nur eine Umarmung. Komm her, Diddy, vergiss Katja für eine Sekunde. Lass dich streicheln, mein Freund. Er ist wieder da. Es geht mir schon wieder viel besser. Yeah! Nach einem Breakup direkt erstmal ins Gym und trainieren. Das ist es doch. Das ist es doch. Mit den einzig wahren Homies. Rückschläge im Leben passieren immer wieder. Es ist einfach nur wichtig, dass man dann aufsteht und weitermacht. Und manchmal, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich die nächste. Ich möchte mich von Pedobel trennen. Das ist die letzte Chance. Sogar beim ersten Hochzeitsantrag musste Diddy noch an Lena denken. Nur noch jetzt beim großen Finale können wir es versuchen, dass Diddy und Lena endlich zusammenfinden. Aber können wir das schaffen? Es ist Tag 21. Wir sind zurück. Und ja, ich weiß, es sieht aus, als hätte ich gekifft. Aber nein, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich weiß, dass wir 13.47 Uhr haben. Ich wollte natürlich direkt nach Diddy schauen. Doch da sah ich das hier. Ryan? Ernsthaft, Ryan? Ich bin eine Zeit weg und du machst dich direkt an meine Ex-Frau ran? Nichts anderes erwartet. Und dann wurde es Zeit, wirklich nach Diddy zu schauen. Boah, Digga, Diddy ist auch... Oh mein Gott, er ist richtig am Trainieren. Ich glaube, er ist immer noch nicht ganz über die Trennung weg. Aber Diddy, denk doch drüber nach. Jetzt ist die Chance, Lena zurückzugewinnen. Was geht ab, Bro? Wie kann ich dir helfen nach all der Zeit, Bro? Ey, weißt du, ich bräuchte ganz dringend 72 Euro. Gibst du mir Kredit? Diddy, hast du Schulden? Einmal helfe ich dir gerne aus. Oh Gott, fast verklickt. Nicht schon wieder ein Miss-Input. Das hilft mir wirklich sehr. Ich habe einfach Geld dafür bekommen, dass ich Geld abgegeben habe.
Das macht Sinn. Was es mit Diddys Schulden auf sich hat, sollten wir erst später erfahren. Aber viel wichtiger, was geht bei unserem Hauptziel Lena? Lass uns spielen. Spielen? Ja, meinetwegen. Nein! Mich schnappen, ich kann das immer noch nicht. Hört gut zu. Der Ausgangspunkt, wie das jetzt hier enden wird, wird wahrscheinlich bestimmen, ob diese Folge gut oder schlecht endet. Ich werde mich vollends konzentrieren. Gut gefangen. Let's go! Das wird gut enden, Freunde. Oh mein Gott, guckt euch diesen glücklichen Jungen an. Ich sag jetzt besser einfach mal nichts. So gab Lena mir also die Quietscheente und es wurde Zeit, eine wichtige Frage zu stellen. Und Lena, sag mal du, wie geht's dir denn mit der Trennung von Pedobär? Ich glaube, Sonic und ich sind ziemlich gut befreundet. Was hältst du von Sonic und mir? Ey, warum steht die eigentlich nur auf so kleine? Nichts Besonderes? Sie sind nichts Besonderes. Das ist jetzt schon ein wenig enttäuschend. Ja, weil du mit Diddy zusammenkommen sollst, Mann. Okay, ich muss mich beruhigen. Es ist gerade erst Tag 1. Und als wäre mein Blutpegel nicht schon auf 180, sagte Lena auch noch das hier. Mit Pedobär komme ich wirklich toll klar. Nein, kommst du nicht. Ihr habt euch legit gerade in diesem Moment getrennt. Bombastic Side-Eye. Jetzt, wo also Ansage 1 gemacht wurde, wurde es Zeit, die zweite Ansage an ihr wisst schon wen zu machen. Schlechter Tag, wenn ich dich sehe. Pedobär, hör genau zu. Ich weiß, Lena und du, ihr seid getrennt. Und ich weiß genau, dass du mir nicht gönnen wirst, dass ich jetzt mit Lena zusammenkomme. So forderte Pedobär mich direkt heraus. Komm, spiel mit mir. Na gut, komm, ich gewinne gegen ihn. Los, frag alles, ich weiß alles. Santa Claus und Sonic sind am selben Tag geboren. Safe nicht, Digga. Santa ist doch am, keine Ahnung, an Weihnachten geboren oder so. Das stimmt genau. Ey, immer dieses Klopapier packt so ab, ne? Die erste Runde geht vielleicht an Pedobär, aber... Wisst ihr was? Immerhin sind Vic und Lady D noch zusammen und glücklich. Apo Red und Zero Samus sind auch zusammen und glücklich. Auch wenn Apo Red leicht ehrenlos geworden ist. Soll ich blasen? Also würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die täglichen Bräuche. Und so ging ich das Geld einsammeln, shoppte Klamotten. Digga, hier ist immer nur Scheiße, wirklich. Ging danach noch zu Lidl. Sauerkrautsaft. Vic zittert gerade. Und fand noch die militante Veganerin im Park wieder. Diese Jogginganzüge sehen immer und überall ganz fantastisch aus. Nein, danke, militante Veganerin. Von dir kaufe ich nichts außer dein OnlyFans. Spaß, 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 Spaß. Und bevor ich das Mi des Tages hinzufügte, checkte ich noch die Mi-Nachrichten aus. Oh shit. Hä? Wer ist sie nochmal? Matt hat sich letzte Nacht seinen kleinen Zeh gestoßen, als er spät zum klingelnden Telefon rannte. Seht ihr, Freunde, vor dem kleinen Zeh kann sich nicht mal eine Legende wie Matt bewahren. Warum trifft man auch immer perfekt den kleinen Zeh, Digga? Da steckt eine gute Geschäftsidee. Sascha Huber denkt schon wieder darüber nach, den kleinen Zeh so zu trainieren, irgendwie mit so Home-Workouts. Ich bin Sophia, Sophia. Ach, Sophia, Sophia. Stimmt, als ich zweimal Tomodachi gestreamt habe, sind zwei Zuschauer reingekommen. Also folgt mir am besten jetzt auf Twitch, denn bald gibt's wieder Tomodachi Live. Nach diesem Shameless Plug wurde es Zeit für das Mii des Tages. Und das ist... Giga-Chat! Oh yeah! Dieser Mann ist der Einzige, der uns helfen kann, bei unserer Mission endlich Lena zu klären. Und als ich gerade bei Giga-Chat vorbeigucken wollte, sah ich das hier. Nein! Giga-Chat, wir müssen zusammen etwas unternehmen und zwar schnell. Doch dann passiert etwas Merkwürdiges. Giga-Chat hat ein Problem? Giga-Chat hat doch kein Problem. Giga-Chat hat nie Probleme. Ich habe gehört, dass Pedobär mit mir befreundet sein will. Nein! Ha, der Sack! Aber wir reden hier von verfickt nochmal Giga-Chat. Giga-Chat erkennt falsche Schlangen. Als ob! Diddy, du musst weiterhin hart trainieren, denn das hier wird das spannendste Finale aller Zeiten. Danach half ich noch ein paar Bewohnern der Insel. Digga, warum ist diese Karo eigentlich gefühlt 1,40 groß, Alter? Da Zero Suit am Strand entlanglaufen. Zero Suit, ist alles okay? Musst du über irgendwas nachdenken? Kann ich dir helfen? Kann Diddy dir helfen? Nein? Okay, hau rein. Und damit ging Tag 21 auch zu Ende. Es ist Tag 22. Oh ja, ich war gerade duschen und gehe gleich schlafen. Ah, egal. Wir ziehen jetzt durch. Ich wollte sofort auschecken, was bei Diddy geht und machte eine interessante Erkenntnis. Hä? Red und Diddy sind beide beim Glücksbrunnen? Oh mein Gott! Ey, könnte das sein, dass Diddy und Red sich wieder anfreunden? Ich hoffe, Pedobär funkt nicht dazwischen, weil das war immer meine Lieblingsfreundschaft. Yo! Nach diesem Hol zum Starten den Tag ging ich erstmal das Geld einsammeln, danach einkaufen. Oh mein Gott, Digga. Einfach so ein kleiner Pedobär-Fan kann dieses T-Shirt tragen. Ich werde es nicht kaufen. Abendmarkt! Oh, Lena, was geht? Das ist jetzt schon wichtig. Wir müssen ja gucken, ob Lena wirklich uns verarschen will oder uns was Gutes tun will. Du wirst bestimmt bald merken, wie toll unsere Wundertüten sind. Ich hoffe doch, Lena. Let's get it. Vielen Dank. Bin verarscht, die nicht. Das erste Item ist... Spiegelei, ja, ist okay. Gut für die Gains, Protein und so. Zweite Item ist... Wisst ihr, wen wir heute hinzufügen? Pedocat.
Wir tun einfach Pedo bei jemanden dahinstellen, die viel besser zu ihm passt als Lena. Pedocat. Deswegen hat Lena das gemacht. Smart. Vor der Erstellung von Pedocat checkte ich allerdings noch kurz den Strand aus. Victor chillt auch am Strand. Erst gestern Zero Suit Samus, melodramatisch am Langlaufen. Jetzt Victor total in Gedanken am Strand. Was ist los mit den beiden? Doch bevor wir jetzt Pedocat erstellen, schauen wir kurz bei Diddy vorbei. Ihr fragt euch, was ich schon wieder von Diddy wollte? Nun, lasst es mich euch sagen. Wir müssen zusammen einen Plan aufstellen. Du machst dich ab morgen an Lena ran. Und ich sorge dafür, dass Pedocat sich irgendwie an Pedobär ranmacht. Deal? Vielen Dank. Kein Ding. Pass auf, ich gebe dir jetzt ein Mobiltelefon. Ich möchte, dass du mit diesem Telefon mit Lena Tag und Nacht schreibst. Es muss dieses Mal klappen, okay? Hier, nimm es. Sehr gut, ich sehe, er nutzt es schon. Hoffentlich mit Lena. Dammit! Digga, ich schwöre, niemand nutzt sein scheiß Handy, Digga. Wer nutzt sein scheiß Handy? Oh mein Gott! Ich schwöre, Ryan will sich gönnen, der Bastard. Ich schwöre sogar. Caro? Einer von der Diddy Gang? Was? Oha, Digga, sogar. Diddy macht richtig Jokes. Hä? Er hat aufgelegt. Alter, und sie packt es auch noch gleichzeitig weg. Hä, aber wo ist Diddy denn jetzt? Bei Lena! Erst macht er so Call mit Caro, danach geht er zu Lena. Endlich macht er mal Angriff. Sehr gut, Diddy. Aber hey. Aber hey! Um den Plan weiterhin ins Rollen zu bringen, erstellte ich also dann noch Pedocat. Oh, shit. Sieht die cursed aus, Alter. Was zum Fick ist das denn? Und auch wenn man denken könnte, es sieht gerade gut aus, vergesst nicht, wir spielen gegen Pedobär. Lena und er sind beste Freunde schon? Warum? Gar nicht gut, denn beste Freunde haben die höchste Chance, wieder zusammenzukommen. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Dann wollte er sich auch noch mit Zero Suit Samus anfreunden. Jetzt auf einmal spannt er so ApoRed auch noch seine Freundin aus. Jetzt zerstört einfach alles und das, obwohl ApoRed eigentlich sein Freund ist. ApoRed, viel Spaß. Allerdings wissen wir alle, dass Pedobär das nicht ohne Grund gemacht hat. Aber warum, finden wir wohl erst später heraus. Und so ging Tag 22 zu Ende. Es ist Tag 23 und warum ist legit niemand zu Hause? Diddy ist auf dem Aussichtsturm. Baby! Digga, Diddy, das Buch, wie man Freunde gewinnt, hast du ja richtig zu Herzen genommen. Aber nur Girls klärst du dir. Junge, Diddy, seit wann bist du so ein Macher, Digga? Holy shit. Weg vom Womanizer Diddy und schauen wir mal, mit wem sich Pedocat anfreunden will. Es wäre jetzt schon sehr funny, wenn es Pedobär wäre. Ich wäre so gern mit Conan befreundet. Natürlich würde sie den jüngsten Bewohner auf der Insel nehmen. Sorry, Conan, du wirst wieder als Futter benutzt. Ey, Conan, echt sorry, Bro. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Gerne, gerne. Aber eigentlich sollst du Pedobär ablenken, was soll die Scheiße? Danach sammelte ich sofort das Geld ein, ging natürlich wie immer einkaufen. Bah, Alter, sieht aus wie so eine, keine Ahnung, Mülltüte. Als ich bei Zero Suit auch noch eine Freundschaftsanfrage erblickte. Ich möchte mich von Red trennen. Hä? Huh? Ich will nicht pushen, aber wie kann das sein, dass immer, wenn man sich mit Pedobär befreundet, sowas passiert? Ey, vielleicht vertragen die sich ja auch wieder. Ich ersticke in dieser Beziehung. Wir müssen uns trennen. Genau wie mit Katja damals. Oh mein Gott. Nein, Red! Warum trennen sich eigentlich immer die Frauen von den Kerlen? Warum bist du traurig? Ich check das nie, Digga. Du hast dich doch getrennt, du wolltest das doch. Ich bin wieder frei. Ja, du siehst sehr glücklich darüber aus. Daraufhin versuchte ich, Zero Soup mit einem Apfel aufzumuntern. Yo, was? Es geht mir schon wieder viel besser. Ich schwöre, die hat das gar nicht wirklich interessiert. Ein Apfel und sie ist mal die Trennung hinweg. Scheiß auf Zero, wir müssen ApoRed auschecken. Wie geht's ihm? Ah, hallo. Red, nein, Red. In meinem Herzen herrscht seit unserer Trennung nur noch Leere. Oh shit, Bro. Okay, ich versuche ihn aufzumuntern. Ich versuchte wirklich einiges, um ApoRed aufzumuntern. Och, Apo, Digga. Entschuldigung, das heißt Red. Aber es brachte alles nichts. Okay, ich kann gerade nicht viel mehr machen. Es tut mir so leid, Red. Ich hoffe, es geht ihm morgen besser. Was macht Diddy gerade? Im Park? Alleine? Das ist aber ungewohnt für den Ficker. Was ist mit Diddy passiert? Wobei. Noch hat er gar nichts geklärt, okay? Aber er hat schon mal mehr Kontakt mit Frauen als früher. Das ist ein W. Geh lieber deinen Freund ApoRed aufmuntern. Danach fand ich noch Pedocat mit Conan im Café. Oh Gott, nein, eklig. Und damit nahm Tag 23 ein eher ernüchterndes Ende. Doch das wahre Drama sollte gerade erst beginnen. Es ist Tag 24. Und es ist so früh morgens, ich bin gerade erst aufgewacht, frag nicht wegen meinen Haaren. 10.13 Uhr, das ist nicht meine Uhrzeit, ich bin todesmüde. Ich brauche einen Kaffee erstmal. Ey, ich mache mir erstmal einen Kaffee. Real Talk, ich mache mir jetzt sofort einen Kaffee. Stößchen, Freunde. Ich hasse frühes Aufstehen. Was gibt's Neues? Ein Herz? Digga, Zero Suit, bist du ehrenlos oder so? Hat sich Zero Suit Samus jetzt allen Ernstes nach einem Tag von der Trennung direkt in jemand anders verliebt? Das ist ehrenlos. Angeblich hat sich Diddy in mich verliebt. Was sagst du dazu? Alle Jahre wieder. Ich fühle mich zu Diddy und Red hingezogen. Diddy chillt mit ein bisschen zu vielen Girls, Alter. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das Endziel ist es immer noch, mit Lena zusammenzukommen, okay? Ich weiß nicht, was Diddy gerade gemacht, warum er mit allen Girls der Welt auf einmal redet und den Rizzly-Bär ausgepackt hat. Aber nur um zu sehen, was passiert, ich drück mal auf Würde.
passen. Auch wenn ich das sehr ehrenlos von Zero Suit sagen muss, dass sie nach einem Tag direkt diesen bringt. Meinst du wirklich? Wow, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Der Rizzly-Bär. Hä, und jetzt hat Diddy auch noch eine Freundesanfrage. Lena, aber... Ey, das wird echt schwer mit Lena. Mit wem willst du dich anfreunden? Bitte nicht mit irgendeinem anderen Weirdo jetzt. Was willst du? Ein Urlaub, um Guido-Bär besser kennenzulernen. Das wäre toll. Lass mich kennenlernen, ihr wart verheiratet. Ich hab gar keinen Reisegutschein. Lena, was soll die Scheiße? Jetzt mal ganz im Ernst. Hör doch mal auf, die ganze Zeit an Pedobär zu hängen. Nach dieser ernüchternden Erfahrung schaute ich, was Diddy von mir wollte. Freundschaft, jetzt kommt endlich die Frage. Was hältst du von mir und Lena? Ich glaube, wir sollten zusammenkommen. Genau das wird Diddy jetzt sagen. Ich freue mich richtig drauf. Ich wäre so gern mit Caro befreundet. Er ist echt der Rizzly-Bär. Also irgendwie geht Part 3 gerade in eine ganz andere Richtung, als ich mir das gewünscht hätte. Wir haben Tag 4. Zero Suit trennt sich von Apo Red, um mit Diddy was anzufangen. Diddy ist mit jedem Girl unterwegs, gefühlt außer Lena. Jetzt auch noch mit Caro, macht sich an Caro ran. Pedobär kämpft weiter um Lena, glaube ich. Und mein Plan mit Pedocat hat überhaupt nicht funktioniert bis jetzt, weil die Pedocat und Pedobär gar nichts miteinander machen. Es gibt so vieles, das ich machen will, aber manchmal fehlt mir die Zeit. Er redet von den ganzen Girls, die er klären will, der Wichser. Digga, seit wann bist du so ein Rizzly-Bär? Digga, letzte Folge warst du mies das Opfer, jetzt bist du... Immer noch mieses Opfer, aber mit Riz. Danach munterte ich Apo Red wieder komplett auf. Da ist er wieder, das ist ja mein Red. Danach traf ich im Café auf Vic und Lady D. Die einzige Beziehung, die seit legit, keine Ahnung, längerer Zeit auf jeden Fall gehalten hat, sind Vic und Lady D. Weil Vic, der weiß, was er will. Dann sah ich in den Nachrichten, dass Lady D sogar eine Firma gegründet hat, aber... Bisher schreibt man noch rote Zahlen. Oh mein Gott, sie geht in den Minus. Das finde ich ist wirklich stark. Und deswegen finde ich einfach, Vic ist so ein cooler Typ, wisst ihr? Seine Frau ist halt richtig am Reinscheißen, geht bald pleite, geht in die Schuldenfalle. Aber Vic steht trotzdem für seine Frau ein. Real Talk, super süß. Es ist Tag 25. Also Halbzeit quasi. Und ja, ich weiß, meine Haare werden mit jedem Tag schlimmer. Danach checkt ihr sofort erstmal den Männertreff aus. Ey, schau mal ab und Diddy ist wirklich da, Freunde. In letzter Zeit stehen die Mädels alle auf Hanteln. Boah, da ist Diddy direkt so. Danke für den Tipp. Ja, guck, Diddy, der Rizzly-Bär. Danach checkt ihr die Freundschaftsanfrage von Zero Suit Samus aus. Ich wäre so gern mit Papa Diddy befreundet. Digga, sie denkt sich so, kann ich Diddy nicht haben, nehme ich als sein Dad. Und der Plan von ihr ging tatsächlich auf. Ach ja, und wisst ihr, welcher Plan gar nicht aufgeht? Mein Pedocat-Plan! Ich glaube, Pedocat und ich sind ziemlich gut befreundet. Nein. Was hältst du von Pedocat und mir? Mein Plan ist fett nach hinten losgegangen. Ich wollte doch Pedobär ablenken. Ich konnte ihn opfern. Danach sah ich bei Vic und Lady D's Haus vorbei und fand eine Freundschaftsanfrage dort. Ey, das ist so süß, die beiden. Die sind so süß, die zusammen, Alter. Vic sogar. Alitels. Ah ja, der klassische Victor. Immer wenn man bei ihm in die Wohnung kommt, sagt er immer dasselbe. Was gibt's Neues, Bro? Ich möchte mich von Lady D trennen. What? Digga, was ist das denn? Ist irgendwie Break-Up-Session oder so? Ich ersticke in dieser Beziehung. Wir müssen uns trennen. Jetzt pullt er den die Girls immer pullen. Oh. Digga, wir haben nicht ein einziges Pärchen mehr auf der Insel. Ich glaube, das hat ihm doch ein bisschen Angst gemacht, dass seine Frau komplett pleite geht. Danach versuchte ich Vic aufzumuntern. Allerdings war er nicht so leicht aufzumuntern wie Zero Suit Samus. Wow, Digga. Und auch bei Lady Dimitrescu hat es nicht ganz geklappt. Sollte einfach aufhören, es zu versuchen. Danach sammelte ich wie üblich das Geld ein, ging einkaufen. Boah, endlich gibt's Pizza! Hell yeah, Digga! Bei Ryan scheint's auch gerade nicht so gut zu laufen mit Katja. Und wo ich gerade dachte, das war's mit Liebe auf Aber Hey Island, passierte das hier. Warum sollte Pedobär wollen, dass ich mit Diddy ausgehe? Ich verstehe, Pedobär, der Sack, ich verstehe ihn. Er möchte, dass Diddy jetzt mit Caro zusammenkommt, damit er freie Bahn bei Lena hat, weil es gerade so gut aussieht. Nein, 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 den Gefallen tue ich dir nicht, zum Spaß oder so, keine Ahnung. Was für ein Unruhestifter. Ja, Caro versteht's. Jetzt mehr denn je müssen wir in Richtung Lena pushen. Allerdings sieht's gerade echt nicht gut aus, die hängen ja 24/7 aufeinander rum. Die Hälfte der Zeit ist vorbei und es sieht absolut nicht gut aus. Können wir das überhaupt noch retten? Es ist Tag 26. Ich hab grad geisteskrank trainiert. Das erste, was ich an dem Tag sah, war das hier. Jetzt geht Caro melodramatisch am Strand entlang. Die denkt bestimmt nur noch darüber nach, weil Pedobär mich und Caro jetzt verkuppeln will, damit er wieder an Lena kommt. Was ist hier los, Alter? Als ich bei Diddy vorbeischaute, sah ich, dass eine fette Fete am Laufen ist. Okay, das ist wild, das ist gut. Vor allem, dass er Lena eingeladen hat. W. Doch, dann sah ich das hier. What the fuck? Hä, bei wem? Caro und Pedobär? Oh, oh, nein. Sag mir nicht, dass es das ist, was ich denke, was es ist. Ich habe mich in Diddy verliebt. Ich muss es ihm sagen. Alles klar, Digga. Boah, Digga, das ist ja jetzt, das ist es ja wirklich nicht. Okay, lass uns schauen, was passiert, Schätzchen. Mann, oh!
Vielleicht weist Diddy sie ja ab. Sag's, ich hab 'ne Idee. Jetzt kommt's. Komm lieber mit Lena ZSM. Komm schon. Mit Freuden werde ich der Deine. Oh mein Gott! Digga, wisst ihr noch Tag 1? Die Vorhersage, wo man gesehen hat, wie Diddy ein Kind bekommt? Dann hat mir das Spiel noch gezeigt, wie es wäre, wenn ich Nachwuchs bekommen würde. Wer ist sie? Wer ist sie? Warum ist sie so klein? Ich bin mit einer 1,40 großen Person zusammengekommen. Will. Genau, und wisst ihr, wann ich noch von einer 1,40 großen Dame gesprochen habe? Digga, warum ist diese Karo eigentlich gefühlt 1,40 groß, Alter? Ist das etwa Bestimmung? What the fuck? Es scheint also wirklich Schicksal gewesen zu sein. Vielleicht ist es Schicksal. Vielleicht war es von Anfang an von dem Spiel gewollt, dass eine 1,40 große Dame, die sahen sogar beide ähnlich aus, am Ende mit Diddy zusammenkommt und Kinder bekommt. Aber ich weiß nicht, wer von euch Berserk geschaut hat. Aber wenn ich eines davon gelernt habe, dann ist es Griffith nicht zu vertrauen. Nein, dann ist es, dass man strugglen muss und manchmal sich dem Schicksal widersetzen muss. Ab morgen, Tag 7, die letzten 4, werden Maßnahmen eingeleitet, um das Schicksal und das Blatt für Diddy und Lena zu wenden. Tag 27. Ihr wisst, wir haben heute eine verfickte Mission, okay? Diddy, du kommst jetzt verdammt nochmal her. Oh yeah, da bist du ja endlich. Zeit für Plan Downgrade. Du kriegst jetzt ein fettes Downgrade, mein Freund. Du musst richtig schön scheiße aussehen. Als erstes gab ich ihm ein Hundekostüm. Ja, das steht dir. Da freust du dich drüber, du kleiner Sack. Dann färbte ich ihm wieder eine mies hässliche Haarfarbe. Kotzgrün! Yeah! Alter, der ist aus dem Joker. Wenn ich den Abendhimmel sehe, werde ich immer sentimental. Pass mal auf, wenn Caro dich so sieht, dann wird sie nämlich auch ganz anders. Und nun zur erstmal letzten Stufe des Plans. Ein Lied, welches die beiden zum Nachdenken anregen sollte. Let's fucking go! Leid und Liebe! Von Nope, was eigentlich Nope heißen sollte, aber ich hab mich verschrieben. Oh yeah, Digga. Oh mein Gott. Oha, Karo hat ja nicht was drauf, Alter. Jetzt geht's los. Haltet euch fest. Zwei Liebende zusammen, so wie du und ich. Oh, doch da kommt ist es richtig, ist Katja allein, soll Karo nun das Schicksal sein. Er stellt die wichtigen Fragen. Ja, dieser Hundesohn. Doch, ist Scheiße. Ey, das wollte ich doch ändern. Das war Blaze, oder? Das Schicksal das wird nicht zu Zeit gehen. So ziehen! Mann, ich hab mich schon wieder verschrieben. Da sollte ziehen stehen, nicht knien. Scheiße. Very nice. Diddy sieht aus wie ein Idiot. Ich habe ihm einen Song geschrieben, der sie zum Nachdenken anregen soll. Lena habe ich auch in der Crowd gesehen. Das muss funktionieren, Alter. Doch eine letzte Sache möchte ich noch testen. Das hier würde nun wirklich bestimmen, ob es Schicksal ist oder nicht. Wollen wir mal sehen, was die Wahrheit ist. Danach sammelte ich noch das Geld ein, fügte ein neues Mii hinzu. Lucia! 12 Stunden Lucia. 12 Stunden Tischtennis. Dann rettete Luigi Conne noch vor Pedocat. Und das, indem er kein Scheiß ihn mit Zero Suit Samus verkuppelte. Conne gönnt sich einfach ApoRats Freundin oder Ex. Wir sollten öfter gemeinsam etwas unternehmen. Oh mein Gott, Conne takes the W. Ich habe noch nie so ein gut laufendes Date in Tomodachi gesehen. Luigis Plan war also mehr als erfolgreich. Aber wie lief denn der Plan Downgrade? Digga, er chillt schon allein im Vergnügungspark. Hoffen wir mal, der Plan geht auf. Und Caro trennt sich so bald wie möglich von ihm. Und am Ende kommt er doch mit Lena zusammen. Bitte! Und damit ging Tag 27 auch zu Ende. Finale! Oh! Wie findet ihr eigentlich meine freshe Sega Saturn Cap? Gemixt mit meinem freshen TikTok-T-Shirt. Was gibt's Neues an der Front? Die letzten 3 Tage. No! Ist das nicht Katja? Das ist doch Katja, oder? Wer ist es? Ist es wieder Diddy? Können die nicht zurück zusammenkommen? Ich habe mich in Victor! Bei Tag 10 bis 20 dachte ich ja auch kurz, dass Katja und Vic zusammen was anfangen würden, weil Katja so Sachen gesagt hat wie... Vic ist jemand, den man überall hin mitnehmen kann. Ja, ey, die beiden, das finde ich funny. Ich helfe dir sofort. Ey, tu verzweifelt. Vic steht darauf. Okay, mal gucken, ob Vic überhaupt annimmt. Vielleicht sagt er auch nein. Ich werde die beste Freundin sein, die du dir vorstellen kannst. Bitte, bitte geh mit mir. Digga, wirklich sehr verzweifelt. Mit Freuden werde ich der Deine. Let's go! Wallah, B!
Villa sei ihnen gegönnt. Dann haben sich noch Giga-Chat und Pedobär gestritten. Allerdings dann auch direkt wieder vertragen. Und dann sah ich wieder Zero Suit am Strand, aber... Zero Suit läuft jetzt nicht mehr alleine, sondern mit Conan. Doch dieser Tag war Liebestag und ich erblickte das hier. Warte, ist das nicht Caro? Warte, das könnte genau das Gegenteil sein von dem, was ich erreichen will. Aber was mit Conan? Was will Conan? Ich muss euch wieder auf die Folter spannen. Was mit Conan? Ich glaube, eine Beziehung würde Pedobär gut tun. Nein, Conan. Wie wär's denn mit Aschlei? Conan coming in with a clutch, Digga. Wenn Pedobär jetzt mit Ashley zusammenkommt, das wäre doch perfekt. Dann wäre er nämlich aus dem Schneider. Lena wäre frei, müsste sich nicht mehr den ganzen Tag über Pedobär den Kopf zerbrechen, weil Pedobär ja mit Ashley zusammen ist. Und dann haben wir noch 2 Tage, um alles funktionieren zu lassen. Conan came in a clutch, Digga. Klatsch. Und ja, tatsächlich kamen sie miteinander zusammen. Oh mein Gott, es hat einfach geklappt. Pedobär ist jetzt mit Ashley zusammen. Das gibt's doch gar nicht, das sieht Pedobär gar nicht ähnlich. Die Gefahr ist fürs Erste beseitigt. Jetzt liegt es nur noch an Diddy und Lena. Hoffentlich will Caro sich trennen, ich hoffe, mein Plan ist aufgegangen. Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? Ich glaube nicht, Caro. Ich möchte Diddy einen Antrag machen. Ist das eine gute Idee? Das ist eine sehr gute Idee. Talking about gegen Schicksal ankämpfen. Gib mir Bescheid, wenn Diddy an mich denkt. Kein Problem. Na, könnte ich denken, was ich vorhab? Caro wird jetzt realisieren, wie dumm Diddy eigentlich ist. Schatz, siehst du dir diese Sendung jede Woche an? Ich verpasse sie niemals. Ja. Der Diddy, der juckt sich gar nicht, was du sagen willst. So ein Arsch, der Diddy, oder? Schatz. Neulich hab ich Red hier gesehen. Tatsächlich? Sie einfach die ganze Zeit unterbricht. Ja, es tut mir auch Loki leid für Caro, aber... Schatz. Neulich hab ich Red hier gesehen. Er sagt dasselbe nochmal! Ist das dumm? Oh, mein Zug ist da. Mach's gut. Ey, mach's gut. Diddy umarmt nicht mal Abschiedskuss. Die sehen aus wie Fremde. Oh, also sie tut mir Loki echt leid. Aber wir haben ein verficktes Ziel. Um sich abzulenken, machte Caro danach erstmal ein bisschen Party mit Katja K. Und Diddy chillte wie früher lonely im Café. Soweit so gut. Wir kämpfen gegen das Schicksal an. Caro sollte langsam keinen Bock mehr auf Diddy haben. Erstens, er sieht aus wie ein Hund. Zweitens, er checkt gar nichts. Und drittens, er ist dumm. Wir haben nur noch 2 Tage. Jetzt heißt es wirklich Endgame. Freunde, es ist der vorletzte Tag. Ich bin super fucking aufgeregt. Irgendwas muss passieren. Erst sammelte ich das Geld des Tages ein. Danach ging ich einkaufen. Boah, so ein weirdes Wort. Und bevor ich auf die Freundschaftsanfrage von Diddy klickte, fragte ich mich, aber was geht eigentlich bei Pedobär und seiner Geliebten? Pedo ist am Glücksbrunnen. Mit Dings? Mit Ashley? Yo, wie süß! Hä? Kann es sein, dass diesmal vielleicht wirklich kein Plan dahinter steckt und Pedobär einfach wirklich mit seiner Freundin was unternehmen will? Es liegt also wirklich gerade nur noch an Diddy. Also, was willst du, Junge? Bitte mal eine Freundschaftsanfrage irgendwie, was hältst du von Lena und mir oder so? Ich würde Caro gern ausführen, aber wohin nur? Digga, das ist nicht förderlich für den Plan, Bro. Wir haben nur noch 2 Tage heute und morgen. Keine Ahnung, Digga, führ sie zum Vergnügungspark aus. Oh, ich bin jetzt echt nicht in der Stimmung, dorthin zu gehen. Hä, warte, warum nicht? What the f... Hä, er fragt mich... Hä? Warum ist Caro todestraurig? What the fuck? Ah, hallo. Was los? Ich möchte mich von Diddy trennen. Ah, ja! Als ob es geklappt hat. Tatsächlich ist so am Ende Plan Downgrade aufgegangen. Guckt euch den Hund an. Soweit, so gut. Ich versuchte natürlich ein wenig Caro aufzumuntern. Tut mir leid, Caro, ich kümmere mich später um dich. Gerade ist wichtiger, Diddy wieder auf Vordermann zu bringen, fresh aussehen zu lassen, damit er für Tag 10 vielleicht doch irgendwie mit Lena was anfangen kann. Ah, hallo. Nein, Diddy. Er denkt sich auch so, warum immer ich? Aber glaub mir, am Ende wird es alles gut werden. Ich verspreche es dir, Diddy. Ich gab ihm Essen. Ich gab ihm eine Spieluhr. Einen Venti. Er durfte sogar kochen. Ist, solange es heiß ist. Hey Diddy, es geht ihm immer besser und besser. Jetzt wird es Zeit, ihn wieder herzustellen. Und so gingen wir shoppen, um ein paar fettgeile Kleider zu kriegen. Ein Prinzessinnen-Quatsch-Spaß. Das sieht schon ziemlich fresh aus. Ich weiß, Lena steht auf Oversize. Rein da. Boom. Doch davor sollte Diddy noch baden. Nicht nur wegen dem unglaublichen Gestank, sondern auch um die kotzgrünen Haare loszuwerden. Das hat gut getan. Um das Aufpeppen abzuschließen, gab ich ihm dann auch endlich das Oversize-T-Shirt. Oh yeah! Da ist er ja wieder. Let's go! T-1 Tag und es gab ein gutes Omen. Hey, Diddy ist wieder mies am Teelen. Mit wem ist er jetzt am Teelen? Wen risst er gerade ab? Mimi? Oh! Muss nichts heißen, aber really gutes Omen eigentlich. Und damit ging Tag 29 sehr hoffnungsvoll zu Ende. Bereit? Für den finalen Tag! Das große Finale von Tomodachi Life, jetzt!
Frisch aus der Dusche, Baby. Als erstes sah ich Matt und Lucia zusammen. Ich schwöre, irgendwann kommen Matt und Lucia auch noch zusammen. Die beiden G's. Damn, are you checking out her ass, bro? So, genug Hack-Mack. Ich hab's gerade eben schon gesehen. Zwei Herzen und eins ist bei Lena. Ich will euch nicht auf die Folter spannen, also sage ich, was passiert ist. Giga-Chat hat sich doch tatsächlich in Caro verliebt. Da kann sogar Caro noch ein Happy End haben. Und so kamen die beiden tatsächlich zusammen. Ja, let's go! So ziemlich alle hatten jetzt ihr Happy End. Doch werden Diddy und Lena ihres auch bekommen? Wenn Lena sich jetzt in Diddy verliebt hat, das wäre das Happy End der Happy Ends. Bitte! Angeblich ja! Hat sich Diddy in mich verliebt. Warte. Was sagst du dazu? Ja, bitte passen! Wow, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Gehen die jetzt auf ein Date oder so? Und jetzt? Aber... Hä? Lena und Diddy sind also nicht am Ende zusammengekommen. Damn. Tja, so ist das Leben, Freunde. Das Leben ist nun mal kein Film. Und manchmal nehmen Sachen einfach ihr Ende. Das muss man akzeptieren. Oder man kämpft dagegen an. Denn ich konnte mich mit diesem Ende nicht zufrieden geben. Und so spielte ich noch einige Tage weiter, in welchen Santa Claus und Bibis Beauty Palace zusammenkamen. Pedibor und Ashley nicht nur auf viele weitere Dates gingen, sondern sogar das hier passierte. Möchtest du mich heiraten? Ganz recht, Pedobär und Ashley haben sogar geheiratet. Und nein, ich war immer noch nicht auf der Hochzeit eingeladen. Die beiden hatten eine schöne Reise in die Schweiz. Und währenddessen dachte Pedocat Diddy hat sich in sie verliebt. Halt einfach dein Maul, Digga. Doch dann eines Tages. Was geht? Oh, shit! Digga. Ich guck mir gar nichts anderes an. Mir ist gerade alles komplett egal. Ich will einfach nur, bitte. Aber hi. Hey, bitte. Komm schon, bitte. Ich habe mich in Lena verliebt. Ich muss es ihr sagen. Endlich! Okay, noch ist nichts gewonnen. Sie muss auch akzeptieren. Wie soll ich es ihr sagen? Ich weiß, was du sagen musst. Und soll ich mich davor lieber umziehen oder... Ja, du sollst dich natürlich umziehen! Guck, wie du aussiehst, Junge! Lass das Ganze bitte ein Happy End haben, auch für Diddy und Lena, bitte! Nach all dieser Zeit ist es soweit, aber hey, komm mit mir zusammen. Aber hey, komm mit mir zusammen. Bitte. Mit Freuden werde ich die deine. Yes! Ja! Let's go! Oh, ich werd bewusstlos. Es war endlich geschafft. Ja! Yes! Und es ist halt so nice. Guck mal, Peter ist in seinem Haus und putzt sich die Zähne. Alle haben jetzt irgendwie einen Boyfriend und einen Girlfriend. Oh nein. Oh nein, Pedobär, bitte nicht. Bitte mach nicht jetzt das schöne Ende kaputt, Bro. Wir haben uns so viel aufgebaut, du und ich zusammen. Ist jetzt dein Scheiß ernst? Ich wäre so gern mit dir befreundet. Als ob. Ich stell dich vor. Digga, die beiden Rivalen. Ihr habt so viel zu bequatschen. Das gibt's nicht, Digga. Ich hätte niemals... Richtig Freundschaft geschlossen haben wir leider nicht. Ich hätte mir fast denken können, dass es nicht klappt. Aber ganz im Ernst, das ist doch mal ein perfektes Ende. Da sind die beiden, wir haben es geschafft. G fucking G. Wirklich von ganzem Herzen vielen Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Und hiermit gebe ich das Abschlusswort an Diddy. Du bist mein größter Feind. Ich hasse dich abgrundtief hier. Doch nach alledem bist du vielleicht okay. Ich bin es, wie du willst. Ich hasse dich auch sehr. Aber zum großen Schluss. Gib mir einen Kuss, können wir Freunde sein. Nach dem ersten Video ist so viel passiert auch auf dem Kanal. Wirklich tausend Dank, Leute. Ich weiß es nicht. Erstmal ist denn das hier ist das Ende. Ey Leute, tausend Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Es bedeutet mir wirklich die Welt. Ihr könnt gerne ein Abo und eine Glocke da lassen. Und ja, ich habe die Serie hier fortgeführt. Checkt gerne Tomodachi Afterlife aus. Peace, Leute, und nochmal tausend Dank. Mua.